So, 2 Minuten zu früh, aber macht ja nichts. Fangen wir einfach trotzdem mal an. Macht ja wenig Sinn, jetzt die Zeit zu überziehen. Willkommen zum heutigen StarCraft Analysis Abend. Wir kümmern uns heute um das Match zwischen Petit Drogo und Bly auf dem DreamHack Finale. Für diejenigen, die es gesehen haben, die wissen ja bereits, wie es ausgegangen ist. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, sind das jetzt Spoiler. Die muss man auch annehmen, wenn man sich schon eine Analysesendung anguckt. Denn in diesem Falle ist das Match deutlich für Petit Drogo ausgegangen mit 4 zu 1. Bly ist es tatsächlich, nachdem er vorher im CVC Hydra und auch Violet rausgehauen hat, die beiden einzigen Koreaner im Turnier, konnte er gegen Petit Drogo nicht mehr anstinken im PVZ. Obwohl sein PVZ ebenfalls verhältnismäßig starkes Matchup ist. Trotzdem hat Bly auch schon im Vorverlauf der Spiele gesagt, dass er großen Respekt vor Drogo hat und dass er Drogo im Augenblick vielleicht für den besten europäischen Protoss-Spieler hält, der in der Ladder unterwegs ist. Und das war für mich jetzt mal Grund genug, mir diese Spiele von Drogo ein bisschen genauer anzugucken. Was besonders interessant war, weil Drogo tatsächlich auch spezifisch für die Maps eigenständige Builds verwendet, die aber trotzdem immer in etwa gleiche Schiene drücken. Ja, das heißt, seine Openings unterscheiden sich mapabhängig ein bisschen voneinander, haben aber letztendlich immer eine ähnliche Zielsetzung. Und das wollen wir uns, wie gesagt, heute ein bisschen genauer im Detail mal angucken. Einerseits werden wir also einen seiner Opening-Builds uns zweimal angucken, weil der map-spezifisch gut zu diesen Maps passt. Wir werden einmal ein etwas kürzeres Spiel sehen, dabei sehen, wie Drogo im Grunde seinen Gameplan zu so einem Punkt bringt, dass der erste echte Push, den er auf die Gegenseite schickt, Bly tatsächlich direkt böse trifft und da das Spiel instant beendet. Und dann werden wir ein weiteres Spiel sehen, in dem wir dann eben auch gucken können, wenn nun derselbe Build zugrunde liegt und wenn auch die Antworten nur wenig abweichen, wenn aber der erste Push das Spiel nicht entscheiden kann, wie entwickeln wir uns dann von da aus weiter? Dann haben wir damit die Möglichkeit. Und als drittes Spiel habe ich mir dann noch eins rausgesucht, bei dem wir dann auf einer anderen Map sind, wo dieses Opening in dieser Form einfach mapbedingt nicht mehr spielbar ist, so dass wir dann auf eine etwas variierte Art umschweifen müssen und gucken, wie dann hier reagiert wird. Und das ist im Grunde eigentlich das, was ich heute Abend machen wollte. Und so gesehen können wir im Grunde auch einfach direkt ins Spiel fast hinein hopsen, uns dabei dann, wie gesagt, den ersten Build mal ein bisschen genauer angucken, was die Vor- und was die Nachteile sind, warum Drogo, wie gesagt, im Grunde diesen Build so aufbauen möchte und was letztendlich notwendig ist, um den Build tatsächlich auch funktionieren zu lassen. Denn natürlich ist, egal welchen Build ich verwende, auch die Ausführung des Builds immer ein notwendiges Übel. Und wenn ich natürlich nicht über das entsprechende Multitasking verfüge, um vielleicht einen Multitasking-lastigen Build auch auszuführen, dann bringt mir eine Taktik natürlich relativ wenig, wenn ich sie nicht anwenden kann. Und das sind natürlich ebenfalls Punkte, auf die wir hier Rücksicht nehmen müssen. So, gehen wir also im Grunde direkt ins Spiel rein. Ich will hier gar nicht allzu viel rumlegen. Natürlich hat sich in Legacy of the Void zusätzlich eine ganze Menge verändert. Für diejenigen, die also heute vielleicht zum ersten Mal reingucken und im Grunde noch so ein bisschen in HOTS verankert sind, weil sie sich auf Legacy noch nicht so richtig eingelassen haben, werde ich versuchen, ein bisschen neues Wissen über Legacy noch mit einzubinden. Auch wenn das vielleicht für die High-Level-Spieler, die zugucken, ein bisschen weniger interessant ist. Aber es sind sicherlich auch Leute dabei, die sich insgesamt ein bisschen über das Spiel informieren möchten. Denn schließlich habe ich hier früher immer noch StarCraft 2 for Beginners ausgestrahlt und ich nehme einfach mal an, dass mir ein guter Prozentteil dieser Viewerschaft auch erhalten geblieben ist und die möchte ich schließlich nicht hinten abstürzen lassen. Deswegen werde ich also, wie gesagt, auch so ein bisschen zu den einzelnen Punkten immer wieder mal was sagen. So, wir befinden uns hier im ersten Spiel des Turniers. Ich werde mich nur um die Siegspiele kümmern. Wir werden uns nicht das Spiel angucken, bei dem Bly, wie gesagt, dann das eine Spiel gewonnen hat. Es geht jetzt tatsächlich nur um Petit Drogos Builds und auch seinen Erfolg mit diesen Builds. Auf die anderen Teile werden wir uns nicht einlassen. Das hier, wie gesagt, das erste Spiel auf Dusk Towers. Dusk Towers einfach halt direkt vom Eingang her und das eben einer der Hauptgründe, warum Drogo den Build so aufzieht, wie er ist, ist eine der Karten im Map-Pool, die über eine Backdoor-Echse verfügen. Das heißt, wir können also die Echse oder die Hauptbasis in unserer Main und eben auch zeitgleich die Basis hier hinten
über eine einzige schmale Rampe verteidigen. Und das ändert natürlich bereits einiges in der Planung unseres Aufbaus, denn so eine schmale Rampe ist natürlich deutlich einfacher zu halten als zum Beispiel so eine Riesenrampe hier vorne an der dritten. Oder zumindest eine etwas schmalere, aber immer noch sehr große Rampe auf vielen anderen Karten. Gleichzeitig gibt es auch hier keinen direkten Eingang zur Backdoor-Echse, wie das auf manch anderen früheren Karten der Fall war, wo man vielleicht Backdoor-Rocks irgendwo einreißen konnte und dann letztendlich doch hier reinkam. Das hier sieht vielleicht aus wie Debris, ist aber keiner. Der kann nicht eingerissen werden. Die einzige Möglichkeit, in diese Backdoor-Echse reinzukommen, ist de facto nur der Luftweg. Oder natürlich halt irgendwie ein hopsiger Reaper, der hier vielleicht über die Seite geht. Aber der muss uns im PVZ ja nun nicht beschäftigen. Von daher also, das schon mal die erste Prämisse, warum eben letztendlich Drogo sein Bild auf dieser Map so aufzieht. Wir haben also Main und Backdoor-Echse, die unzugänglich ist über den Boden und damit nur einen einzigen Zugang zu unseren beiden Echsen hier vorne an der Rampe, die wir dann verhältnismäßig leicht und schnell zuwollen können. Und das bietet, wie gesagt, Drogo eben eine ganz spezielle Möglichkeit, den Bild hochzuziehen. So, da können wir auch einfach mal einen Augenblick beschleunigen. Das Spiel muss sowieso auf Faster laufen, sonst würde das hier ohnehin nicht funktionieren. Blair, wie gesagt, hier unten in der Ecke hat natürlich genau dieselbe theoretische Grundsituation, könnte also hier unten seine Echse normalerweise leicht verteidigen, weil er dann eben nur hier vorne die Rampe irgendwie halten muss. Trotzdem bevorzugen es gerade auf dieser Map die meisten Zerg hier vorne zu expandieren, schlichtweg um den Creeps, also zuerst expandieren. Im Normalfall werden fast alle Zerg versuchen, relativ schnell auf diese drei Basen zu kommen, aber in den meisten Fällen wird dann eben hier vorne die Echse genommen, um den Creep einfach schon schneller nach vorne zu verbreitern. So, wie wir gesagt haben, wollen wir hier vorne also zumachen. Deswegen wird natürlich der erste Pylon direkt hier vorne gesetzt. Und dann rallyt Drogo direkt seine 15er Probe, also beziehungsweise die 16. Probe, die dann halt eben hier gebaut wird, hier rüber, um dann eben hier drüben auch mit dem Nexus First zu beginnen. Das, wie gesagt, direkt sein Opening. Möchte also hier gleich ökonomisch losstarten. Beginnt nicht mit dem etwas aggressiveren, vielleicht auch sicheren, aber eben nur marginal sicheren, sichereren Gateway, sondern stattdessen wird eben hier hinten erstmal der Nexus First gesetzt, dann eben die Probe hier direkt nach vorne gezogen, das erste Gateway gesetzt und dann benutzen wir auch anschließend diese Probe hier zum Scouten, während wir dann hier drüben erstmal Gas nehmen und dann auch hier drüben gleich ein weiteres Gas nehmen werden. Soweit also der Aufbau. Ja, wir haben den Pylon, wir haben den Nexus First, wir haben dann unser Gateway und dann haben wir Gas und nochmal Gas, sobald es uns eben zur Verfügung steht. Und danach kloppen wir hier vorne dann das zweite Gateway raus. Ja, das ist also wie gesagt wesentlich essentiell. Wir beginnen nicht mit Gate Score, sondern wir beginnen mit zwei Gateways, während jetzt eben hier unten unsere Probe die wichtigen Informationen sammelt. Vor allen Dingen eben die wichtige Information bekommt, dass hier hinten zwar jetzt ein Pool bald fertig ist, aber eben besonders die wichtige Information, dass Blei auch auf eine dritte Basis geht, wir uns also über frühen Druck noch nicht so viel Gedanken machen müssen. Wenn wir die Gase erstmal gebaut haben, dann setzen wir hier auch direkt drei Worker rein. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert in Legacy, weil wir vorher in HOTS und auch in Wings of Liberty noch nicht so viele startende Probes hatten. Ja, wir hatten ja zu Beginn in Legacy und auch in HOTS und auch in VOL nur 6 Arbeiter, die hier normalerweise losgeschossen sind. Jetzt sind es 12, die bereits anfangen. Das heißt, selbst mit nur einer Basis und besonders krass dann, wenn wir auch mit Nexus First starten, haben wir jetzt viel schneller zu Beginn des Spiels viel mehr Mineralien, die hereinkommen. Und um diesen Mineralien, dieses erhöhte Mineralien-Income ein bisschen dann auch auszugleichen mit unserem Gas-Income, macht es in der Tat Sinn, besonders wenn wir eben auf Nexus First gehen. Wir werden Anpassungen dann bei dem Bild sehen, wo wir nicht Nexus First gehen. Aber bei den Builds, wo wir auf Nexus First gehen, besonders passend dann eben auch tatsächlich gleich 3 Worker ins Gas zu stecken. Einfach damit, wie gesagt, sich dann allmählich und auch verhältnismäßig schnell Gas-Income und Mineral-Income ausgleichen. Und das ist, wie gesagt, der neuen Ökonomie von Legacy geschuldet. Deswegen jetzt hier gleich 3 Worker und nicht, wie man das zum Beispiel früher in HOTS noch gesehen hat, erstmal hier 2, da 2 und später dann aufstocken, wenn erstmal hier ein bisschen mehr Infrastruktur steht. So, und nachdem wir dann also das Gas befüllt haben und dann eben auch unser erstes Gateway fertig wird, wollen wir natürlich so schnell wie möglich unseren Cybernetics Core setzen. Das Herzstück jedes Protoss-Techs im Grunde natürlich. Logisch. So, die 6 Dinge, die hier oben gebaut werden, das ist typisch für Blei. Blei produziert, wie gesagt, zu Beginn, also das ist auch klassisches Metagame. Wer also gegen Blei häufig spielt und Blei auch kennt, der weiß,
dass er im Normalfall immer mal so 6 bis 8 Linge produziert am Anfang, einfach um beim Gegner eben mal zu gucken, was da geht und vielleicht halt eben doch ein bisschen Druck zu machen und irgendwo was aufzubauen. So, wie gesagt, die Information hat Drogo aber bekommen. Wie gesagt, für ihn ist es wichtig, dass sein Gegner eine dritte Basis hat. Das eigentlich die wesentliche Information. Deswegen geht er im Augenblick auch weiterhin nur auf Probes, deswegen bleiben trotzdem die Mineralien verhältnismäßig niedrig, weil einfach alles, was hier irgendwie gebaut wird, tatsächlich noch in Tech gesteckt wird. Er hat jetzt ein bisschen angespart, weil das eben der nächste Schritt des Builds ist. Sobald der Cybernetics Core fertig wird, gibt es im Grunde halt 3 Dinge, die wir haben wollen. Einerseits natürlich Warpgate Research, das vielleicht wichtigste Upgrade, das Protoss sowieso in jedem Spiel haben will. Und dann jetzt eben zur ersten Verteidigung und dann eben auch später für das erste Harassment die ersten 2 Adepts. Und das, wie gesagt, jetzt auch die allerersten 2 Units, die in diesem Bild bei 2.35 tatsächlich gesetzt werden. In dem Fall weiß offenbar Drogo noch nicht so ganz, dass da mehrere Linge ihm auf den Fersen sind. Sonst würde er vielleicht die Units nicht einfach hier schon direkt rüber rallyen, sondern erstmal halt eben hier vorne abwarten, dass er das abfangen kann. Das wird ihm auch gleich ein bisschen Ungemach bereiten, aber wie gesagt, nicht weiter schlimm. Und ansonsten, wie gesagt, frisst einfach die doppelte Probe Production hier mehr oder minder alles an Mineralien und Income sonst auf, was wir halt noch haben. So, das heißt also Warpgate plus eben die 2 Adepts und dann eben letzten Endes natürlich als dritten Schritt noch den Mothership Core, den wir jetzt gerade hier nicht in Produktion geben können, weil hier eben noch die letzte Probe gebaut wird. Die wird aber dann, wie gesagt, der Mothership Core wird normalerweise dann eben so schnell wie möglich, sobald es uns eben hier Mineralien und Gas-Income erlauben, produziert. Und da kommt er auch schon. Ne? Passt hier alles ganz gut. So, in der Zwischenzeit, wie gesagt, hier die etwas unglückliche Situation. Drogo hat vorne nicht aufgepasst. Da sind halt, wie gesagt, die ersten 8 Linge, von denen wir, wie gesagt, schon gesprochen haben. Typisch für Blei. Wenn man das natürlich von seinem Gegner weiß in einem Turnierspiel, ist es natürlich was anderes. Nichtsdestotrotz kann es aber immer mal gerne passieren, obwohl, wie gesagt, die meisten Zerg drauf verzichten, diese Linge zu bauen. Einfach, weil sie noch schneller hier hinten drohen wollen. Und 8 Zerglinge sind nun mal 4 weitere Drohnen, die hier hinten eben bereits schon irgendwo rumlaufen könnten. Von daher ist das tatsächlich eine Aggression, die relativ selten kommt. Interessant von Petit Drogo, dass er sich hier im Grunde, obwohl er es halt eben auch noch hat kommen sehen, dafür entscheidet, nicht hier vorne zuzuwollen. Wenn man das, wie gesagt, noch rechtzeitig kommen sieht, ist das definitiv eine Option, einfach hier vorne halt den Safety Pylon zu setzen und einfach dicht zu machen. Die Adepts werden normalerweise rechtzeitig fertig. Ich kann sie dann auch nach hinten rallyen, wenn ich eben will. Da die Adepts einen Fernkampfangriff haben, anders als Zealots, müssen die jetzt also nicht mal mehr vorne rauskommen, um die Linge zu bekämpfen, sondern können dann schön sicher von hinten feuern. Der Pylon geht nie im Leben schnell genug down, wenn der hier weit genug hinten steht, weil immer nur 1 oder 2 Linge angreifen können. Und sobald dann die Linge erstmal zurückgetrieben sind, können wir den Pylon immer noch canceln, haben halt eben nur 25 Mineralien verloren und der Käse ist gegessen. In diesem Fall sind die Linge jetzt in der Base, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Drogo reagiert sofort, setzt eben hier vorne gleich einfach nochmal weitere Safety-Pylons. Falls eben dieser Pylon ihm niedergerissen wird, will er auf gar keinen Fall riskieren, dass diese Gebäude hier noch unpowered werden. Für zu lange. Deswegen setzt er also gleich einen und auch noch direkt einen weiteren. Damit also die Wahrscheinlichkeit, dass, wie gesagt, diese Gateways unpowered werden, quasi null. Der Pylon geht down. Jetzt, wie gesagt, kurz unpowered, aber eben nur für einen Augenblick. Die Adepts sind, wie gesagt, noch rechtzeitig fertig geworden. Das ist eigentlich das Wesentliche daran. Jetzt hat er, wie gesagt, die Linie in seiner Basis. Das ist natürlich alles ein bisschen nervig. Bringt natürlich sein Timing jetzt hier ein bisschen durcheinander, weil er im Augenblick jetzt okkupiert ist, diese ganzen Einheiten erstmal klein zu kriegen. Hier vorne im Grunde auch immer noch offen, wenn Blei tatsächlich auf Speedlinge gesetzt hätte, hat er aber nicht und jetzt hier noch weiter hinterher rallyen würde, war auch teilweise nicht möglich, weil er eben so schnell auf die 3 Basen gegangen ist und zwar völlig gasless. Aber wie gesagt, wenn er zum Beispiel auf ein paar mehr Linge hätte, er hier vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Ekel anrichten können, wobei jetzt der Mothership Core draußen ist und damit also auch Photon Overcharge verfügbar. Von daher, also wie gesagt, Blei, nicht viel, was er hier erreicht hat. Im Grunde hat er ihm damit eher noch einen Gefallen getan. Und damit tritt jetzt dieser Build eigentlich in die nächste Phase ein, während also alles jetzt noch halbwegs normal läuft und wir jetzt den ersten Push abgewehrt haben, mit Hilfe der Adepts und eben auch dem Mothership Core. Wie gesagt, ein Push, der gar nicht unbedingt kommen muss. Aber in diesem Fall, wie gesagt, Blei typisch tatsächlich kam. Nehmen wir jetzt hier hinten die dritte, direkt hinten dran, also sogar noch vor 4 Minuten, setzt Drogo jetzt einfach hier die dritte, einfach weil er es kann. Er hat eben gerade eine ganze Menge Linge getötet. Er weiß, dass sein Gegner gasless auf 3 Basen ist, jetzt halt eben seine ersten Gase nimmt. Er weiß, dass eben gerade auch die paar Linge, die er produziert haben, deutlich in seine Ego geschnitten haben und schickt jetzt eben, um die dritte hier so ein bisschen abzusichern und den Zerg auf seiner eigenen Hälfte der Karte zu erhalten, eben die Adepts jetzt einfach mal quer über die Karte, um einerseits drüben zu scouten, was denn da los ist und auf der anderen Seite natürlich auch, um schon mal ein bisschen Druck zu machen, vielleicht den einen oder anderen Worker abzugreifen.
Und für die hintere Verteidigung setzt er auf zwei Safety Sentries, sodass er also immer die Möglichkeit hat, eventuell nochmal irgendwas zu force-fielden, auch eventuell hier vielleicht Overlords nochmal wegzupicken mit Hilfe der Sentries und dann letztendlich auch später im Spiel noch ein paar Halluzinationen zur Verfügung zu haben, mit denen er dann vielleicht auch nochmal ein bisschen bequemer scouten kann. Ja? In der Zwischenzeit werden hier hinten dann die weiteren Gase genommen, bei 4 Minuten. Und hier vorne versuchen jetzt die Adepts ein bisschen reinzukommen, kriegen jetzt hier nicht richtig viel zu sehen, kann aber dank Shades eben jetzt doch nochmal hier zumindest ein bisschen scouten gehen. Sonderlich neue Informationen hat er hier nicht gekriegt, kann jetzt aber vorne, wie gesagt, zumindest mal zwei Worker killen, wird dann aber hier letztendlich eben von den Lingen auseinandergenommen, ne, ohne da jetzt eigentlich sonderlich viel zu sehen. Das einzige, die einzige Information, die er kriegt, ist, dass halt eben Bly tatsächlich auch mehr auf Linge gesetzt hat. Das könnte ihn in eine Richtung tippen, ist ihn aber in diesem Falle, glaube ich, einfach völlig egal und lässt auch nicht wirklich echte Rückschlüsse zu. Klar, da sind Linge produziert worden, es war aber auch logisch, dass, wie gesagt, nach dem Opening das Blei gewähnt hatte, für die Abwehr der ersten Adepts im Grunde nur Linge und Queens zur Verfügung stehen würden. Die alte Regel, dass man halt eben sagt, wenn der Gegner viele Linge produziert, dann geht er wahrscheinlich auf Mutas, kann man hier noch nicht wirklich implementieren, gilt hier in dem Fall auch nicht. Viel interessanter für uns jetzt im Grunde eigentlich dieser Move, der jetzt halt eben hier hinterherkommt. Hier vorne natürlich, das eben jetzt auch das Wichtige, ab sofort bauen wir im Grunde jetzt Pylonen natürlich nur noch an der dritten und nicht mehr so weit hier hinten, sondern wir wollen natürlich mit Photon Overcharge eine gute Möglichkeit haben, unsere dritte Basis zu verteidigen und deswegen hier normalerweise wichtig, die Pylonen eben so anzuordnen, dass sie tatsächlich auch eine gute Verteidigungslinie bieten. Einige Leute setzen eben jetzt, wie gesagt, hier teilweise die Doppelpylonen, um halt eben den Nexus besser zu schützen, falls halt Ling Runbys oder so versucht, den wegzuknabbern. Dann hat man die Pylonen dichter dran stehen. Man nimmt hier einerseits Fläche weg, die angegriffen werden kann. Und man steht natürlich auch dicht genug dran, um wirklich auf alles zu feuern, denn die Reichweite von Photon Overcharge ist jetzt nicht mehr so hoch wie in HOTS, wo sie also noch einen riesen Radius um den Nexus herum betrug, sondern die Reichweite ist jetzt tatsächlich nur noch 6. Und reicht damit auch nicht mehr so weit. Man muss also aufpassen, wo man die Pylonen jetzt positioniert, damit der Photon Overcharge auch funktioniert. Wenn die Pylonen hier vorne erstmal ausreichend erscheinen, setzen dann die meisten Spieler, wie gesagt, hier und hier und hier in strategisch günstigen Positionen ebenfalls nochmal weitere Pylonen, um die eben im Zweifelsfalle auch overchargen zu können und damit dann eben tatsächlich auch die ganze Rampe hier auch dann wirklich abzudecken. Ja? So werden dann jetzt halt eben zusätzlich noch zum Schutz der Pylonen hier vorne eben weitere Gateways gesetzt, Doppel-Gateway hinterher und das jetzt wie gesagt im Grunde der große Knackpunkt an Drogos Bild, die zwei Stargates, die jetzt eben hinten gesetzt werden. Und hier hinten, wie gesagt, haben zum Beispiel jetzt halt die zwei Sentries auch vorne noch den Overlord runtergeholt. Wer hat den Kill? Er hier. Und da sind sie jetzt im Grunde auch schon weg. So, die Gateways können im Grunde jetzt mal geöffnet werden. Das wundert mich ein bisschen, dass das jetzt hier bei Drogo ein bisschen länger dauert. Aber er ist im Augenblick hier vorne noch mit den Shades beschäftigt. Will, wie gesagt, noch ein bisschen Scouting-Informationen kriegen. Vielleicht eben auch noch mal gucken, ob er hier noch weitere Informationen bekommt. Bricht die ganze Sache aber ab und zieht jetzt erstmal seine Adepts zurück, weil er, wie gesagt, selber weiß, hier lässt sich jetzt erstmal nicht viel holen. Wie gesagt, für ihn halt eigentlich im Grunde das Ärgerliche, dass er den, hat er den leer gesehen? Da muss ich hier sogar selber nochmal gucken. Nee, hat er nicht gesehen. Ne? Also, dass er natürlich den morphenden leer nicht gesehen hat. Für ihn sicherlich ein bisschen unangenehm, wobei er sich das bei 5 Minuten auch langsam denken kann. So, da jetzt wie gesagt die beiden Stargates und die für die Phoenix-Produktion gedacht. In der Zwischenzeit warpt er halt hier vorne einfach noch ein paar weitere Adepts rein und saturiert jetzt hier natürlich noch seine dritte und geht jetzt erstmal in die massive Phoenix-Produktion. So, die Phoenix-Produktion ist jetzt natürlich größtenteils gedacht für Map-Control. Das ist erstmal der vorwiegende Zweck. Und dann letzten Endes natürlich auch für Harassment. Sodass wir also die Möglichkeit haben, erstmal zum Beispiel etwaige Overlords von der Karte zu holen, damit dem Zerg eben ordentlich Sicht zu verweigern und letzten Endes dann eben zu versuchen, mal hier über das Eck oder hier drüben über das Eck oder vielleicht auch, wenn wir es uns wirklich ganz weit hineintrauen, hier hinten über den Bereich, einfach mal ein paar Drohnen oder vielleicht sogar eine Queen wegzupicken, sobald wir eben erstmal die entsprechende Menge an Phönixen haben. Und weil Drogo nun mal eben das möglichst schnell und auch möglichst effizient erreichen will, hat er jetzt hier sein Doppel-Stargate direkt rausgepumpt, um eben damit auch die entsprechende Menge an Phönixen, die er braucht, rechtzeitig rauszuziehen. Denn um zum Beispiel eine Queen zu liften und in einem Aufwasch abzutilgen, brauchen wir halt mindestens 4 Phönixe. Und das geht halt aus 2 Stargates einfach schneller als aus einem. Dummerweise für Blei. Und der hat die Information jetzt eben gerade halt eben gerade noch bekommen, was ich wie gesagt halt eben sogar interessant finde, dass er diese Information hat, geht er jetzt hier auf den Spire. Und das ist eine etwas fragwürdige Entscheidung. Auf Seiten von Blei muss man jetzt hier einfach sagen.
Denn Doppel Stargate Phoenix ist halt ein harter Counter gegen Mutas. Aber, und das ist halt jetzt eben hier teilweise die andere Sache, was natürlich gut, also wie gesagt, Blei muss jetzt ja, das ist, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Responses, die man hier nehmen kann. Blei entscheidet sich jetzt hier für Corruptor, ne? Also das ist die Idee, worauf er hier langfristig will. Er baut den Spire für die Corruptor. Er geht jetzt halt eben hier davon aus, er kann ja auch, wenn er genau hingeguckt hat, dann kann man hier ja sehen, was da gemorpht wird. Man kann die Form der morphenden Einheit oder der warpenden Einheit hier erkennen. Das heißt, dann weiß er, dass da Doppelphönix kommt. Er weiß es vielleicht auch zusätzlich, weil er häufig gegen Drogo spielt. Aber in dem Falle weiß er jetzt also, dass eine Menge Phönixe vermutlich kommen werden. Und er will jetzt halt eben nicht mit Hydras reagieren, sondern er entscheidet sich stattdessen für Corruptor. Und deswegen, wie gesagt, hier der Spire. Wie gesagt, mag im ersten Augenblick erstmal ein bisschen seltsam wirken, weil man bei Spire immer erst an Mutas denkt. Und natürlich im späteren Verlauf, wenn vielleicht der Phönix-Count erstmal gedroppt ist, dann auch wieder in Mutas wechseln kann. Aber wie gesagt, ungewöhnlich bis zum gewissen Grad, aber nicht jetzt völlig unverständlich. So, und ansonsten, wie gesagt, jetzt halt eben hier die Produktion der Phönixe für Map Control und für ein bisschen Harassment. Aber zu der Situation auf jeden Fall schon bereits ordentliche Vorteile für Drogo, der jetzt eben einen ordentlichen Tech-Stamm hat, während eben Blei jetzt immer noch warten muss, bis sein Spire erstmal fertig ist, der jetzt eben auch schon einige hochrangige Tech-Einheiten hat und hier drüben jetzt eben auch schon ordentlich was an Schaden machen kann, sofern sich mal eben die Möglichkeit bietet. So, und dementsprechend jetzt halt eben auch hier sein erster kleinerer Push, mit dem er jetzt nach vorne zieht, die Adepts, die er bisher reingeworfen hat, und gleichzeitig hinten halt eben ein paar Phönixe, mit denen er jetzt eben versucht, ein bisschen Harassment zu treiben. So, dummerweise hat sich jetzt halt eben, wie gesagt, Blei dank des Spires, für den er sich jetzt ja eben entschieden hat, eine ganze Menge Mineralien übrig, die er eben in Länge pumpen kann, und greift jetzt hier jede Menge von den Adepts ab, sodass also der Push vorne fast überhaupt keinen Schaden macht. Und das Einzige, was jetzt hier de facto ein bisschen Schaden machen könnte, eben die Phönixe sind, die jetzt hier einen Augenblick brauchen. Hier sehen wir jetzt, wie gesagt, den Lift der vier Phönixe, der normalerweise, wenn man jetzt halt eben auch alle Phönixe da lässt, tatsächlich den Queen auch wegfrühstückt, bevor da eben irgendwas passieren kann. Den zweiten Lift überlegt er sich nochmal, denn die drei weiteren Queens vertreiben ihn. Also wirklich kein echter Eco-Schaden, den er da angerichtet hat, sondern letzten Endes eben nur ein bisschen Phönix-Harassment. Naja, das hat ihn wahrscheinlich sogar im Endeffekt mehr beschäftigt als alles andere. So, den wichtigen Punkt haben wir jetzt leider im Hintergrund vergessen, denn während er den Push nach vorne schickt, und da hätte ich jetzt vielleicht sogar nochmal kurz zurückspielen müssen, während er den Push mit den Adepts und halt eben auch den Phönixen nach vorne schickt, um ein bisschen Stress zu machen, kommt hier jetzt im Grunde die letzte Phase des, naja, sagen wir mal, Early Mid-Games, ne, das wir jetzt hier erreicht haben. Er zieht nämlich jetzt im Grunde alle anderen drei fehlenden Tech-Strukturen, die wir haben, direkt hinterher. Ne? Während also dieser Push aus Adepts und Phönixen jetzt vorne ein bisschen Schaden anrichten soll, baut er im Hintergrund eben ein Twilight Council, eine Robo und auch eine Forge. Also wie gesagt, die einzigen drei fehlenden Tech-Gebäude, die uns jetzt im Grunde noch im Baum fehlen. Und Ziel der ganzen Geschichte ist es im Grunde, den zweiten, also dieser kleine Extra-Push war wie gesagt mehr, um halt eben hier hinten ein bisschen abzusichern, dass wir hier nicht gestört werden, während wir die weiteren Tech-Gebäude hochziehen. Der erste echte Push, der Push, der tatsächlich dann auch wirklich massiven bis Game-Ending Damage dann zurichten soll, das war nicht der, der hier kam, sondern der, der jetzt als nächstes kommt. Und der soll, wir können es im Grunde an den Gebäuden schon teilweise erkennen, aus der Komposition von Speedlots und Immos und eben ein paar Phönixen bestehen. Das also im Grunde unser ultimatives Mid-Game-Ziel, das wir als Komposition erreichen wollen. Speedlot, Immos, die wir dann hier gleich produzieren können, und eben Phönixe zum Liften der kritischen Einheiten, sodass dann eben am Boden die Speedlots und halt auch die Immos einfach alles andere zerreißen, was da ist. So, und dementsprechend zieht er den jetzt also raus. So, Phönixe, natürlich das jetzt, wie gesagt, dieser Multitasking-Teil vom Bild, von dem wir eben schon gesprochen haben. Obwohl man sagen muss, dass einem der Bild tatsächlich eben, weil er sich mehr oder minder hier vorne fast selber verteidigt, bis halt eben auf Photon Overcharge, was wir vielleicht mal setzen müssen. Aber ansonsten stehen die Gebäude, wie gesagt, alle auch schön, wie wir das hier schon gesagt haben, ne? Upgrades gehen hier los. Einser Upgrade, Leg Speed Upgrade und halt eben die ersten Immortals, die produziert werden. Die Robo brauchen wir langfristig natürlich auch nach Möglichkeit, um dann eben ein Warp Prison zu produzieren, mit dem wir dann noch anwarpen können. So, hier sehen wir jetzt, wie gesagt, den Counter, den Blei hier aus sich genommen hat, wo er eben, wie gesagt, in viele Corruptor investiert hat, um eben letztendlich jetzt die Phönixe wirklich möglichst kosteneffizient wegzutreiben. Und wie man sieht, klappt das hier auch teilweise ganz gut. Ne? Kriegt sie auf jeden Fall ordentlich aus dem Radius. Die Phönixe natürlich schneller als die Corruptor, aber direkt engagen kann er diese Flotte hier nicht.
und dementsprechend hat Blei also verhältnismäßig APN unintensiv es geschafft, diese Bedrohung hier wenigstens erstmal halbwegs abzuwenden. Dumm natürlich ein bisschen für Drogo, dass er jetzt halt eben keinen großartigen Schaden machen kann. Blei hat inzwischen seine vierte etabliert und nimmt jetzt hier unten bereits seine fünfte, während Drogo noch keine Anstalten macht, eine weitere zu nehmen. So, und jetzt haben wir die Komposition zusammen. Die Upgrades kommen jetzt hier relativ bald durch. Ist ein bisschen früh, wo Drogo jetzt im Grunde noch ausrückt. Aber wie gesagt, dank Chrono Boost ist das hier auch relativ bald gelaufen. Das Warp Prism wird natürlich hinterher gerallied. Ist sogar fast ein bisschen riskant mit all den Corruptern draußen. Aber naja, sagen wir mal ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein direkt hinter der Armee hinterherfliegendes Warp Prism tatsächlich von den Corruptern abgefangen wird, ohne dass wir das vorher mitkriegen, dass die da sind? Und ein Warp Prism ist ja auch nicht langsam. Also von daher, wie gesagt, ein bisschen riskant, aber halt nur marginal. So, wir sehen sogar noch, dass Drogo hier sogar noch eine zweite Robo sogar noch hinterher geedit hat, um eben die Immortal-Produktion noch ein bisschen höher zu setzen. Und wieder ist er nicht untätig, während er ausrückt. Und das ist, wie gesagt, jetzt der Backup-Plan, falls eben dieser Push hier nicht den Game-Ending-Damage anrichtet. Wir sind es nämlich Arkans. Ja, Arkans jetzt im Grunde dann der nächste Plan und deswegen das Templar-Archive, dass er jetzt hier hinterher setzt. So, die Phönixe gehen jetzt schon mal entsprechend drüben raus. Er versucht jetzt natürlich ein bisschen die Fronten zu teilen, ein bisschen die Armee aufzusplitten. Gleichzeitig, und das ist natürlich ein bisschen unglücklich für Blei, versucht er jetzt hier natürlich aus seinen Corruptern endlich ein bisschen Nutzen zu ziehen. Wer es noch nicht wusste, in Legacy of the Void haben die Corruptor eine neue Angriffsfähigkeit gegen Gebäude bekommen. Das heißt also, sie hängen jetzt nicht mehr, sobald erstmal die Luftbedrohung abgewendet ist, nutzlos in der Gegend rum, bis sie dann endlich mal zu Bloodlords morphen können, sondern die Corruptor können jetzt tatsächlich auch in der entsprechenden Menge aktiv Gebäude angreifen. Ne? Und zwar, indem sie halt tatsächlich so Säure auf das Gebäude kotzen, und das werden wir jetzt auch gleich sehen. Dafür hat sich natürlich Blei entschieden, im Grunde eigentlich eine gute Faustregel, die man ja in StarCraft nutzen sollte. Hab niemals deine Armee irgendwo nutzlos rumstehen, wenn sie stattdessen vielleicht auch irgendwas Besseres machen könnte. Und deswegen versucht er jetzt seine Armee einzusetzen und hier eben zum Beispiel mal den Nexus zu töten. Dummerweise auch meiner Meinung nach eher der Nexus, der am verhältnismäßig unnützesten ist, denn der ist eher schon ziemlich outmined, aber nichtsdestotrotz besser als nix. Und ja, man sieht also auch, wie diese Kotze in der entsprechenden Masse, ich meine, das sind immerhin 9 Corruptor. Man darf sich das jetzt also hier nicht irgendwie ansehen. Wow, wie lächerlich. Sondern das sind schon eine ganze Menge Corruptor, die hier runterkotzen. Aber ist krass, ne? Also das ist natürlich der vielleicht unwichtigste Nexus von allen, die wir hier haben. Ja, vierte geht natürlich hier vorne auch parallel durch. Ja, die gute alte klassische Regel, wenn du pusht, nimmst du gleichzeitig eine Echse. Denn eine Echse ist niemals sicherer, als wenn du den Gegner gerade selber unter Druck setzt. Denn wenn du ihn unter Druck setzt, dann kann er dich normalerweise nicht unter Druck setzen. Oder es gibt halt Base Race. So, ansonsten natürlich verständlich, dass er aber den hier genommen hat, denn hier kommt er am leichtesten rein. Von der Seite und auch am unerwartetsten. Die Seite ist natürlich am wenigsten überwacht, deswegen hat er sich natürlich ausgesucht. Wie gesagt, trotzdem unglücklich, dass natürlich jetzt genau in dem Augenblick, wo eben die Armee von Drogo jetzt hier reinmarschiert und hier natürlich die ganzen Phönixe sind, für deren Abwehr er die Corruptor eigentlich hier gebaut hat, jetzt natürlich nicht zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich ein bisschen bitter. So, Drogo marschiert jetzt hier unten rein. Das ist eine ziemlich scary Army, muss man hier auch in dem Falle sagen. Wir können uns mal kurz den Army Supply angucken. Ist auch in Favor. Ne? 67 zu 54 hier für Drogo. Und wie gesagt, ein Großteil dieses Army Supplies hängt hier oben in Corruptern. Das heißt, was jetzt hier auch de facto tatsächlich ein bisschen unglücklich wieder mal passiert für Blei, ist, dass das Timing ihn jetzt tatsächlich sehr hart trifft. Er ist gerade dabei, seinen Lurker denn zu morphen und er wollte jetzt auch, er hat auch schon die ersten paar Hydras auf dem Feld, musste aber natürlich für den Tech und für die paar Gaseinheiten, die er hatte, einiges jetzt eben erstmal investieren und pumpen und hat dementsprechend jetzt wenig Armee zur Verteidigung hier. Und dummerweise ist der Lurker denn jetzt hier noch nicht fertig. Selbst wenn er fertig wird, müssen die Lurker erst noch morphen und erst dann hätte Blei tatsächlich die Möglichkeiten, diesen Push hier halbwegs kosteneffizient abzufangen, auch wenn er diese Basis hier wahrscheinlich trotzdem verlieren würde. Hätte Drogo jetzt also tatsächlich seinen Angriff ungefähr 20 bis 30 Sekunden nach hinten verschoben, na, ich denke 30 wäre gar nicht nötig gewesen, bei 20 wären zwar hier die die Lurker, wie lange dauert ein Lurker? Wir eigentlich 18 sogar nur. Ja, doch, 20 Sekunden reicht dann sogar völlig. Also dann vielleicht sogar noch weniger, dann reichen vielleicht sogar noch 10, weil dann werden die Lurker gerade so fertig und der kann sie gerade noch eingraben und hat dann wenigstens eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Denn hier sind keine Obs. Doch, hier ist sogar ein Observer auf dem Feld, aber er ist nicht mit der Armee. Ist gerade erst frisch fertig geworden.
Ja, das heißt, da wären auch nicht mal Observer auf dem Feld und damit hätte sich das ganze Spiel womöglich nochmal gedreht. In diesem Fall, wie gesagt, also gleichzeitig auch noch ein bisschen Pech für Bly, dass, wie gesagt, seine eigenen Timings gerade so minimal zu spät kommen und ihn dieser Push jetzt halt eben hier mit heruntergelassenen Hosen erwischt, weil er einfach über nicht genügend Möglichkeiten verfügt. Die Phoenix ein bisschen unnütz hier eigentlich aufgegeben, werden hier größtenteils von den Hydras halt weggeschossen. Jetzt, wie gesagt, alle Hydras gleich instant umgemorpht. Warp Prism wird hier zusätzlich nochmal für Arras hinten benutzt und während er jetzt einen Großteil der Armee hier hinten ablenkt, kann er einfach vorne rein, metzelt hier, wie gesagt, alle möglichen Drohnen nieder. Da sind schon 13 Drohnen gefallen. Könnte sich jetzt, wenn er wollte, hier auf die Basis konzentrieren, will aber gar nicht. Er weiß, dass halt eben die letzte Bedrohung hier oben steht. Viele der Lurker sterben schon im Grunde noch, bevor sie überhaupt eingegraben sind. Ansonsten prischt jetzt einfach die Armee von Drogo hier durch, tötet einfach alles, was da ist. Und auch wenn, wie gesagt, dieser Push vielleicht noch mit Hilfe der Lurker und der nachrückenden Einheiten irgendwie gehalten werden kann, ist einfach das Massensterben hier bereits unfassbar groß. Der Schaden, wie gesagt, den ihr anrichtet. Game Ending. Und das letztendlich eben auch das, was Bly dann hier selber einsehen muss. Da lässt sich von ihm also nicht mehr allzu viel machen. Gleichzeitig versucht er, wie gesagt, halt eben hier hinten noch mit den Corruptern noch ein bisschen Schaden irgendwie anzurichten. Drogo warpt hinten einfach nochmal Units rein, versucht damit eben zumindest nochmal seinen Nexus zu retten, was ihm hier gerade so nicht gelingt. Natürlich auch halt bitter, also in dem Fall hat er jetzt tatsächlich zwei Nexus verloren, den dritten hier drüben sogar auch noch, auch der von Corruptern eingerissen. Hängt jetzt im Augenblick also nur noch auf einer einzigen Mining Base. Nichtsdestotrotz der Unterschied halt eben einfach frappierend. Also da sind, wie gesagt, eine ganze Menge Worker gestorben, 71 zu 36 Probes. Das ist im Augenblick nicht mal ein so großes Problem, denn wie gesagt, wir haben halt nur eine Mining Base. Das ist halt erst ein Problem, sobald die Nexus wieder stehen und Drogo dann auch bauen kann. Aber das viel immanentere Problem ist natürlich der Army Supply, der deutlich jetzt für Drogo schwingt. Und natürlich letztendlich eben auch der Tech Advantage, weil er jetzt inzwischen schon in Arkans produziert hat, weil er hier weiter auf die Upgrades geht, während Bly immer noch auf 0-0 hängt, weil er halt, wie gesagt, so frenetisch hinter seinem eigenen Tech hinterher war und auch teilweise hinterher sein musste oder ansonsten halt die Pushes nicht hätte halten können. Er hat jetzt wenigstens hier die Basis und da drüben die Basis, die er aber nicht sauber saturierend oder ja, auch in dem Fall nicht saturieren musste. Er hat natürlich seine Eco behalten, aber hat halt, wie gesagt, einen Großteil seiner Armee verloren. Und hier jetzt, wie gesagt, der Follow-up-Push mit Arkans. In dem Falle jetzt halt eben auch mit Stalkern, die er hinterhergezogen hat. Das ist jetzt aber eben nur der Fall, weil er, wie gesagt, die vielen Stalker sowieso brauchte, um die Corruptor alle abzuwehren. Deswegen sind jetzt hier so viele Stalker im Mix und halt eben noch den verbleibenden Zealots, die er sonst noch so übrig hatte. So, versucht jetzt wieder hier die Armee ein bisschen auseinanderzureißen, indem er eben auf der einen Seite typisch, im Grunde halt Terran-artig von früher, aber dank Warp Prism jetzt natürlich auch für Protoss möglich, versucht halt, wie gesagt, auf der einen Seite ein bisschen Chaos zu stiften, indem er da halt Units reinholt und damit halt die Armee out of position zieht und dann eben letzten Endes einfach vorne drauf geht. Klassischer, alter, dreckiger Trick, aber wie gesagt, völlig zulässige Taktik, funktioniert wunderbar. Bly zieht den Rest seiner kleinen Armee, die eigentlich dafür da ist, um hier die Lurker zu beschützen, nach hinten. Ja, und wie man jetzt eben sieht, Drogo muss einfach nur drauf gehen. Er hat jetzt einen Observer dabei, muss natürlich aufpassen, dass er den Observer nicht in die Reichweite der Crawler zieht. Ja, aber sobald die halt eben entsprechend erledigt sind mit ein bisschen Micro, können halt auch die Lurker nichts mehr machen. Vor allen Dingen gegen die geballte Power der Arkans. Und damit ist es der Follow-up-Push, der Bly dann letztendlich tötet. Aber wie gesagt, gelaufen war das Spiel im Grunde eigentlich schon nach dem ersten. Wie gesagt, es war eng. Wenn die Lurker ein bisschen früher da gewesen wären, hätte der erste Kampf womöglich ein Stückchen anders ausgesehen. In dem Fall, wie gesagt, kam alles bei Bly ein bisschen zu spät. Und deswegen ist hier der Käse gegessen. Und weil wir uns jetzt, wie gesagt, den Aufbau uns nochmal angucken wollen von dem Bild und ich den auch ein bisschen rausgeschrieben habe. Das muss ich noch dazufügen. So, wollen wir uns einmal mal kurz, jetzt muss ich nur aufpassen, dass hier meine Fenster sich nicht alle irgendwie furchtbar überlappen. Wollen wir das hier nochmal kurz einblenden und ich hoffe, das ist groß genug, dass alles lesen können, damit wir, wie gesagt, also noch einmal die Möglichkeit haben, den Bild auch tatsächlich zu sehen. Für all diejenigen, die halt interessiert sind, den jetzt vielleicht auch nachzuspielen. Klar, der Bild wird natürlich ein Stückchen weit beeinflusst von dem Patch, der jetzt demnächst kommt und aufgespielt wird, bei dem ja einerseits der Schaden der Adepts ein bisschen gesenkt wird. Allerdings muss man sagen, das spielt jetzt hier in diesem Matchup im Augenblick keine Rolle. Der Schaden von Adepts wird ja um 1 gegen Light Units reduziert. Dadurch sollen halt terranische Worker und auch terranische Marines einen Schuss mehr aushalten gegen die Adepts und damit eben das Abwehren von frühen, harten Adept-All-Ins ein bisschen einfacher gestalten. Für PvZ hat das allerdings keinen so großen Unterschied, weil die Linge immer noch mit 2 Schüssen sterben.
Und ja, also da der Schaden und hier auch in dem Bild im Grunde so viele Adepts ja gar nicht eingesetzt werden. Wir haben zwar die ersten zwei Scouting-Adepts, wir haben auch, genau, wir haben die ersten zwei Scouting-Adepts, wir haben dann auch später so einen kleineren Adept-Push mit mehr Adepts, aber das macht, wie gesagt, den Kohl nicht fett. Also da wir hier nicht auf Mars-Adepts setzen, betrifft der Patch dieses Matchup nicht so stark. Das andere, was allerdings stark betroffen wird, ist natürlich der Photon-Overcharge, die Photon-Overcharge-Änderung. Der Mothership-Core muss jetzt 50 Energie aufwenden, um den Photon-Overcharge auszulösen. Dafür hält er, glaube ich, 5 Sekunden länger und der Waffenspeed ist auch ein bisschen runtergesetzt worden. Das heißt, es kommen mehr Schüsse. Es sind jetzt 5 Schüsse pro Minute oder es sind jetzt, nee, oder 5 Schüsse pro 5 Sekunden und nicht mehr nur 4. Ja? Das, genau, 5 Schüsse in 5 Sekunden und nicht mehr 4. Also das heißt, da hat sich ein bisschen was verändert. Nichtsdestotrotz wird natürlich eine Pylon-Abwehr, also das heißt die reine Abwehr ausschließlich mit Pylons bei der Natural-Rampe oder halt eben jetzt auch hier bei der dritten Rampe, wird dann natürlich schwieriger sich gestalten, deutlich schwieriger. Und das wird womöglich dann auch dafür sorgen, dass dieser Bild sich hier ein bisschen vielleicht abändern muss. Aber wie gesagt, das jetzt die Idee. So, und damit was wir gesagt noch einmal sehen, haben wir also hier noch mal kurz die grobe Build-Order aufgebaut, ohne Zahlen, sondern halt eben im Grunde nach unserem alten StarCraft 2 for Beginners Makro. Ich befolge halt die klassischen Makro-Regeln, wie ich produziere immer meine Worker, ich supply, blocke mich nicht. Und wenn ich diese Regeln berücksichtige und habe dann trotzdem Mineralien und Ressourcen übrig, um diese entsprechenden Gebäude zu bauen, dann baue ich die. Und wer sich an diese Grundgesetze hält, der braucht auch keine Supply-Zahlen hier vorne dran, ne? Sondern kann sich dann auch danach richten. Wie gesagt, wir bauen also vorne. Wie gesagt, wichtig ist, dass dieser Build, und wir werden das auch im zweiten Spiel nochmal sehen, besonders dann eben einzusetzen ist, wenn wir, wie gesagt, eine Natural-Rampe haben. Also Entschuldigung, wenn wir eine Backdoor-Exe haben und damit eben im Grunde unsere Nexus-First einfach absichern können. Ne? Das ist halt eben die entsprechende Idee. Das ist, wie gesagt, die wichtige Grundvoraussetzung. Und dann, wie gesagt, bauen wir halt unseren ersten Pylon an der Rampe für die Wall. Gehen auf Nexus First. Das machen wir normalerweise mit der 16er Probe. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiges Timing. Die 16er Probe können wir direkt rallyen und dann eben den Nexus First setzen. Dann können wir dieselbe Probe benutzen, um vorne an der Rampe das Gate zu bauen. Und wir benutzen diese Probe dann auch zum Scouten. Dann, wie gesagt, setzen wir gleich ein Gas und noch ein Gas, beide Gase direkt genommen und sobald die fertig sind, werden da drei Worker positioniert, weil wir uns das, wie gesagt, jetzt leisten können mit der neuen Eco. Dann setzen wir ein weiteres Gate vorne an der Rampe und lassen dann halt eben nur noch hier die kleine Wall. Ja, das ist jetzt eben die Idee, also das kleine Lücke, die wir dann später füllen können. Und dann setzen wir natürlich den Cybercore, das wie gesagt als nächstes Gebäude ganz klar. Sobald der Cybercore fertig wird, bauen wir dann zwei Adepts, bauen den MSC, bauen das Warp Gate, also researchen Warp Gate, das jetzt halt eben als nächsten Plan. Dann setzen wir im Grunde, wir müssen halt damit rechnen, dass vielleicht ein Push kommt. Wenn keiner kommt, können wir die dritte natürlich so nehmen. Wenn wir halt den Push dann eben abgewehrt haben, falls dann ein kleinerer Push kommt, können wir dann danach die dritte setzen. Wir bauen dann zwei Safety Sentries, die uns wie gesagt beim Verteidigen der Basis ein bisschen unterstützen sollen und außerdem vielleicht halt eben auch schon mal Overlords vom Himmel schießen können und uns später auch für Halluzinationen nützlich sind. Und alle weiteren Pylonen bauen wir halt irgendwie an die dritte für Overcharge. Da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben bei Drogo hier gesehen, wie er eben die zwei Pylonen, upsie, wie er hier halt eben die zwei Pylonen hier erstmal direkt dran gesetzt hat, um die dann mit Gateways abzusiegeln. Es gibt da aber mehr als eine Möglichkeit, das zu machen. Da muss man sich nicht so sklavisch dran halten. Wichtig ist halt, dass wir die weiteren Pylonen eben hier positionieren an der Base, damit wir dann eben mehr Photon Overcharge haben. Und wie gesagt, da wird dann der Nerf natürlich treffen. Ja, da wird der Patch natürlich treffen, weil wir dann eben, je nachdem, wie lange der Mothership Core halt draußen ist, wir nicht so viele Photon Overcharge zur Verfügung stehen haben. Und dann wird es halt eben auch gefährlich, wenn der Gegner natürlich mal hier mit ein paar Einheiten grob reinrennt, wir einen Overcharge zünden und er dann aber einfach wieder rausrennt und halt eben wartet, bis die Overcharges weg sind. Dadurch erkaufen wir uns natürlich ein bisschen Zeit, kann aber trotzdem kritisch werden, wenn uns dann bei der letztendlichen Verteidigung keine Overcharges mehr zur Verfügung stehen. So, und dann, wie gesagt, im Grunde das Kernstück letzten Endes des Bildes. Und das sind halt eben die zwei weiteren Gates, die wir dann schmeißen. Und die zwei Stargates, die halt eben für die Phoenix-Produktion hinterherkommen. Und da muss man natürlich sagen, wer von euch mit Phoenixen nicht umgehen kann, hat entweder jetzt hier natürlich die Gelegenheit, das zu üben, oder lässt es halt besser sein. Ne? Denn Phoenixe, wie gesagt, natürlich essentiell, obwohl man sogar sagen muss, in diesem Falle und in diesem Spiel hat Drogo tatsächlich sogar nicht mal viel mit diesen Phoenixen gemacht. Außer eben, dass er seinen Gegner mehr oder minder halt dazu gebracht hat, jetzt auf Corruptor zu gehen.
Und dass er ihn natürlich davon abgehalten hat, auf Mutas zu gehen. Das vielleicht natürlich auch ein netter Nebeneffekt, den man vielleicht gerne haben möchte. Und dass er natürlich die Möglichkeit hatte, theoretisch zu arresten, was ja aber nie wirklich funktioniert hat. Also wir haben gesehen, wie er eine Queen rausgenommen hat. Wir haben gesehen, wie er, glaube ich, zwei, drei Worker mal rausgenommen hat. Und natürlich, wie er Map Control, Map Vision hatte, hat natürlich auch nach Overlords ein bisschen gesucht, hat aber nicht viele gefunden, weil Bly von Anfang an keine rausgeschickt hat, weil er ja mit dem einen Overlord direkt das Doppelgate, das Doppelstargate gesehen hat. Also von daher haben wir selbst da nicht viel abgegriffen. Wir müssen also sogar sagen, in diesem Spiel die Phönixe gar keine so große direkte Hilfe, sondern eigentlich mehr eine indirekte Hilfe durch eben die Antworten, die so eine Menge an Phönixen halt erzwingt. Aber ansonsten haben die Phönixe so direkt tatsächlich gar nicht so viel Schaden gemacht. Und dann, wie gesagt, eben das Wichtige, das war dann hier, das hätte ich hier vielleicht sogar in den Bild nochmal reinbauen sollen. Normalerweise nehmen wir dann halt eben, sobald wir erstmal genügend Phönixe haben und halt eben auch genügend Einheiten haben. Vielleicht mache ich das einfach mal. Ich glaube, ja, ich glaube, er hatte so ungefähr 8 Adepts und Phönixe. Also können wir so ungefähr schreiben bei 8 Adepts und bei 8 Adepts Push mit Phönixen. So, und dahinter, das jetzt halt eben, wie gesagt, da will er also einfach mal gucken, was so geht. Und dahinter dann eben der ganze restliche Tech-Tree auf einen Schlag. Eine Robo, eine Schmiede, eine Twilight. Und dann eben, sobald wir noch genügend Kohle übrig haben, sogar noch eine Robo, damit wir dann eben, wie gesagt, in unsere Wunsch-Push-Komposition kommen. Speedload, genau, Speedload, Immo, Phoenix. Und das, wie gesagt, halt unsere nächste Wunsch-Push-Komposition. Damit rücken wir dann aus, richten im Normalfall, wie gesagt, wenn das Timing richtig trifft, wirklich massiven Schaden an der gegnerischen Basis an. Und dahinter, wie gesagt, dann natürlich halt eben als Backup-Plan, falls halt der Schaden nur Schaden ist und das Spiel mehr oder minder halt ausgleicht, aber wir halt dann weiterspielen müssen, dann gehen wir halt dahinter auf das Templar-Archive für die Arkans und gehen dann eben auch dahinter dann auf eine vierte Basis, während wir halt wieder vorne pushen. Und wie gesagt, halt versuchen, den Gegner zu töten. Und wenn es halt der eine Push nicht schafft, dann schafft es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Follow-up-Push. Und wenn das auch nicht klappt, was dann passiert, das gucken wir uns dann jetzt gleich im zweiten Spiel an. So, hoffe aber, dass soweit der Bild erstmal klar ist. Und jetzt kann ich ja schon mal gucken, ob ich hier bereits ein paar Fragen im Chat habe. So, ansonsten gehen wir hier direkt ins. Das Spiel ist das nächste. Was in meiner Aufzeichnung? Orbital Shipyard. So, in diesem Spiel der exakt gleiche Bild. Da werden wir halt, wie gesagt, jetzt auch die Auswirkungen sehen und wie halt Blei entsprechend auch darauf reagiert und was sich halt eben dadurch dann verändert. So, gehen wir also hier direkt mal rein. So, wie gesagt, das jetzt, upsie, falscher Screen. Da sind wir hin. So. Ja, wie gesagt, das Grundsituation wieder genau dieselbe. Wir sind auf Orbital Shipyard. Orbital Shipyard, die andere Map, auf der wir wieder eine Backdoor-Exe haben, die auch keinen Zugang bietet, außer eben entsprechend die Main-Rampe. Und damit haben wir im Grunde dieselbe Map in grün, wenn wir so wollen. Und können damit eben dementsprechend auch den Build direkt wieder umsetzen. Deswegen werde ich das jetzt hier auch ein bisschen beschleunigen, weil es uns, wie gesagt, beim zweiten Spiel um was anderes geht. Wir haben jetzt in diesem Falle also hier natürlich wieder den Pylon vorne. Wir wissen, als nächstes nehmen wir den Nexus hinten. Wie gesagt, in dem Falle jetzt eben. Oh, das hier ist jetzt mal mit der 17er. Okay, nehmen dann den, schicken, wie gesagt, den hier nach vorne, bauen unser Gate, schicken den jetzt hier zum Scouten. Wie gesagt, wir wollen vor allen Dingen halt eben die Informationen haben, ob der Gegner halt auf 2-Base bleibt oder jetzt halt eben auf 3-Base geht. Das sind die wichtigen Informationen. Setzen dann, wie gesagt, das nächste Gateway und nehmen dann halt eben hier die zwei, setzen erst die zwei Gas, Entschuldigung, nicht vergessen. Also wir setzen erst das Gateway, dann nehmen wir die zwei Gas, befüllen die mit drei Leuten. Sobald die fertig sind, setzen hier das weitere Gateway und sobald das Gateway fertig wird, kommt dann, wie gesagt, der Cybercore. Und in der Zwischenzeit checken wir halt eben mal hier die Situation und wollen halt eben gucken, ob halt hier eine dritte kommt oder nicht. Interessanterweise, wie gesagt, dass er jetzt halt eben hier vorne rumlief, aber hat sich vermutlich halt eben schon, weil er die frühe dritte hier gesehen hat, eben gedacht, was hier tatsächlich für ein Bild kommt. Wollte vielleicht auch hier jetzt eben tatsächlich scouten, wann die ersten Linge wieder unterwegs sind. Also im Grunde spielt sich dieses Spiel hier fast genauso aus wie das Spiel, das wir eben gerade gesehen haben. Blei wieder mit seinen typischen offensiven Lingen, mit denen er halt eben immer mal guckt, ob er hier vorne irgendwas geschehen machen kann. So, und wir wissen nach unserem Ziel, nach unserem Building, nach unserem Build-Plan, nach unserer Build-Order sieht es halt eben so aus, dass sobald der Cybernetics-Core fertig wird, wir eben hier die zwei Adepten bauen und einen Mothership-Core und Warp-Gate in Auftrag geben.
Und das, wie gesagt, jetzt eben auch gleich das hier, was wir da sehen. Da sind die zwei Adepts, da ist Warpgate, da ist der Mothership Core. Ne? Also alles so, wie wir das, wie gesagt, eben gerade auch schon im Bild gesehen haben. Wie gesagt, prädestiniert für Karten, auf denen wir hinten die Backdoor-Exe haben. So, jetzt wieder dieselbe Sache. In dem Fall sind es sogar weniger Linge, von daher kann ich es also sogar noch fast verstehen. Trotzdem wäre ich jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, jemand gewesen, der einfach gesagt hätte, okay, ich wall halt hier nochmal kurz zu. Hier kommt jetzt auch der Overcharge ein bisschen spät, erwischt dementsprechend wieder keine Linge. Ich meine, es ist kein großes Drama, es ist trotzdem ein bisschen nervig. Ne? Man hat jetzt halt eben die Linge in der Basis, man muss jetzt halt eben erstmal diese Linge wieder irgendwo clearen. Vielleicht verliert man doch durch ein bisschen Unaufmerksamkeit links oder rechts nochmal irgendwo eine Probe. Also ich meine, hier sind es jetzt nur 4. Wie gesagt, vorhin waren es 8 Linge, das war noch ekliger. Da hätte ich persönlich also, wie gesagt, einen Wall-Off einfach vorgezogen. Muss man sich aber, wie gesagt, überlegen. Und das, was wir dann eben auch schon gesehen haben, ja, die dritte, ne, direkt im Plan verankert bei 3:30, so noch vor vier Minuten. Das hat im Spiel davor länger gedauert, weil eben Drogo einfach länger beschäftigt war, den Push abzuwehren, weil es mehr Linge waren. Dieses Mal hat er die Linge ruckzuck vertrieben, weil es eben weniger waren und kann dementsprechend jetzt auch planmäßig seine dritte Basis nehmen. Setzt jetzt halt eben hier vorne dann auch gleich wieder seine beiden Pylonen, so wie wir das schon gewohnt sind. Und hier kommen halt eben auch wieder die Safety Sentries. In dem Fall nimmt er sogar jetzt nur einen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur am Gas liegt oder ob er sich hier verklickt hat. Ist wie gesagt auf jeden Fall interessant, dass er sich jetzt hier nur für einen entscheidet. Vielleicht hat er einfach gemerkt, 2 ist vielleicht doch Overkill. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, warum er das jetzt gemacht hat. So, ansonsten wie gesagt, ein bisschen kleines Harassment halt eben vorne mit den, also ein bisschen Scouting oder eventuelles Harassment eben vorne mit den Shades. Da hat er also immer die Möglichkeit mal reinzugucken, was der Gegner so macht und was da im Augenblick aussieht. Sonderlich viele Informationen hat er wie gesagt nicht gekriegt. Die dritte hat er noch nicht gesehen. Und was er vor allem noch viel dringender nicht weiß, ist halt eben, dass hier jetzt ein Roach Warren kommt. Und das jetzt also, wie gesagt, natürlich eine nette Abänderung von Bly, auf die er jetzt halt neu reagieren möchte. Denn die Doppel-Stargates sind natürlich auch schon wieder unterwegs, genauso wie die zwei weiteren Gates. Die müssten jetzt hier gleich kommen, na, denn das ist ja noch Teil unseres Builds. Ne? Wir haben ja in unserem Build Doppel-Stargate und wir haben ja aber auch nochmal zwei weitere Gateways. Und die müssten jetzt eigentlich kommen. Da sind jetzt doch inzwischen 3 Sentries. Okay, er hat sie also schrittchenweise nach und nach produziert. Hat jetzt vermutlich auch ein paar mehr Sentries produziert, weil er eben gerade die Masse an Lingen gesehen hat, die hier hinter den hinterhergerannt ist. Ja, und deswegen, weil er jetzt in Verteidigung investiert, hat er im Augenblick nicht genügend Kohle, um die Gateways so früh zu setzen. Deswegen kommen die Gateways, die er normalerweise baut, ein bisschen später. So, okay. Da jetzt halt eben wieder die beiden Pylons, hier jetzt endlich die zwei Gateways, von denen wir schon gesprochen haben. Wie gesagt, Pylons möglichst irgendwie in der Nähe der Rampe. In dem Falle baut er sie jetzt halt eben ein bisschen weiter hinten, weil er eben beide Rampen parallel verteidigen möchte. Er möchte eben die Möglichkeit haben, falls Linge versuchen, hier vorbeizurennen, die hier oben einzusperren und das dann aber der Photon Overcharge und auch der, die hier in die Zange nimmt. Ja, dass also sobald die Roaches oder auch andere Units, wie gesagt, wenn die halt hier hochkommen, dass die hier halt auf einem großen Areal stehen, das dann eben von Photon Overcharge und dem Angriffen der Einheiten abgedeckt ist, sodass er also im Grunde mit Photon Overcharge und den Einheiten halt die überlegendere Konkava hat. Das ist letzten Endes die Idee bei diesem Pylon Placement. So, und ansonsten, wie gesagt, Gas wird natürlich dann halt eben möglichst bald genommen. Hier werden wieder die Phönixe in Massen produziert. Ansonsten werden im Augenblick halt eben Adepts und ein paar andere Units reingeworfen. Je nachdem, was wir uns halt leisten können. Da kommt jetzt halt eben auch nochmal der Scout. Und hier, ja, da kommen jetzt wie gesagt die weiteren Pylonen, die wir halt eben für die Verteidigung haben wollen. Phönixe rücken jetzt nach vorne, klären eben so ein bisschen Overlords, sehen halt eben zu, dass sie ein bisschen Harassment betreiben und vielleicht eben sogar noch ein bisschen Informationen über die Map kriegen. Ne, dadurch, dass wir halt eben die halbe Basis des Gegners ja relativ schnell mit Phönixen überqueren können, haben wir jetzt also ein ziemlich präzises Bild dessen, was der Gegner hier eigentlich macht. Und dass er jetzt hier drüben eben schon die Rocks aufgerissen hat, um eine vierte zu nehmen. Ja, da haben wir also die Information. So, jetzt der erste kräftige Gegenpush von Bly. Und der, wie gesagt, hat es ein bisschen in sich. Im Augenblick noch nicht. Aber Bly macht es, wie gesagt, recht interessant, indem er jetzt hier Burrow researcht und auch gleichzeitig das Upgrade für das Burrowed Movement von Roaches. Und das wird jetzt in der Tat, wie wir jetzt gleich sehen werden, Drogos Plan, der ja eben gerade in dem Spiel noch so gut funktioniert hat, ordentlich durcheinander bringen. So, hier jetzt wie gesagt eben das Draufhören. Jetzt sehen wir halt eben noch das, was wie gesagt jetzt bald nicht mehr möglich sein wird. Der Mars Photon Overcharge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pylonen, die hier auf einen Schlag overcharged werden. Und das geht halt nicht mehr, denn wenn das eben erstmal 50 Energie pro Photon Overcharge kostet, dann werden es eben nur noch 4 Pylonen sein, die wir hier tatsächlich anstecken können. Die feuern dann länger und schneller.
aber auch nicht weiter. Also von daher wird das bestimmt, wie gesagt, interessant zu sehen, ob so ein Push dann, wie gesagt, verhältnismäßig einfach zu halten wäre. So allerdings jetzt wenig ein Problem, da kann Bly nicht lange stehen bleiben. Muss ich jetzt hier erstmal zurückziehen, war aber, wie gesagt, ja von seiner Seite jetzt ohnehin nur der Versuch, ein bisschen Druck zu machen. Zieht jetzt hier sogar einen der Pylonen schon raus, mal schnell. Jetzt, wie gesagt, natürlich das besonders Ärgerliche und jetzt sehen wir auch zum ersten Mal, wozu in dieser Komposition tatsächlich die Phönixe sehr nützlich sein können. Wenn wir nämlich erstmal 8 Phönixe haben, bedeutet das, wir können halt eben aus dieser Armee hier auch mal 8 Roaches rausnehmen. Und plötzlich werden eben aus 18 Roaches nur noch 10, die angreifen können, während die anderen eben schon weggeschnetzelt werden und dann eben, wenn die 8 wieder herunterkommen, die auch noch weggeschnetzelt werden. Das darf man also nicht unterschätzen. Ne? Force Fields ein bisschen suboptimal gesetzt, aber nichtsdestotrotz kriegt das jetzt halt eben dazu. Die Roaches lassen sich jetzt sogar nochmal hier fast ein bisschen einfangen. Da verliert in der Tat Bly sogar deutlich mehr, als er vielleicht eigentlich müsste. Und hat jetzt sogar eben gerade noch den Burrow gezeigt, dass vielleicht eigentlich meines Erachtens der etwas kritischere oder das etwas kritischere Moment, dass also jetzt hier tatsächlich sogar Drogo das eigentlich gesehen haben müsste, dass da Einheiten sich eingraben können. Und die nutzt er jetzt auch zum Harassment. Jetzt wird halt eben einfach eingegraben. Und wie gesagt, dadurch, dass jetzt also Bly durch die Roaches, dadurch, dass er jetzt dieses Mal Roaches gewählt hat, hat er jetzt ein bisschen Gegendruck aufbauen können. Hat in der Zwischenzeit selber auf Leer hochgeteckt, hat jetzt halt eben hier die Möglichkeit, auch etwas ungehinderter, ohne dass jetzt halt eben gleich eine Armee auf seine Seite läuft, hier jetzt in den Lurker-Tech zu gehen. Ja, und hat halt eben das erreicht, was er wollte. Durch die Roaches hat er seinen Gegner jetzt hinten gehalten. Der Push, der vorhin kam, bei dem dann eben Drogo hier seinen Tech setzte, der kam jetzt dieses Mal nicht. Gut, der hat auch vorhin nicht allzu viel Schaden angerichtet. Ja, ich habe jetzt hier nicht nochmal extra drauf gehalten, weil wir es vorhin in dem Bild schon gesagt haben. Klar, während also er natürlich jetzt eben hier seine Verteidigung vorbereitet hat, ist ja klar, völlig egal, ob ich jetzt pushe oder ob ich halt verteidige, the tech must go on. Und dementsprechend hat er also natürlich das weitergebaut, was wir schon gesagt haben, die Doppelrobo und eben dahinter den Twilight Council und auch die Schmiede. Und weil wir jetzt sogar schon eine Stufe weiter im Spiel sind, weil er halt, wie gesagt, aufgrund der Abwehr seinen eigentlichen Push, den er ja normalerweise mit den Immos fährt, nicht fahren konnte, weil er eben hinten verteidigen musste, hat er jetzt eben auch schon ins Templar Archive investiert. Und nachdem das Templar Archive dann halt eben steht, geht er einfach in Mars Gateways, damit er dann halt Gateway-Einheiten nach Wunsch und Notwendigkeit produzieren kann, wie er das eben möchte. So, und weil er jetzt eben Drogo im Grunde weiß, okay, ich kann mich jetzt hier im Augenblick erstmal nicht raustrauen und da jetzt halt eben nachpushen, also muss ich erstmal schon mal zusehen, dass ich halt eben mein langfristiges Gameplay hinkriege. Also reise ich jetzt hier drüben erstmal die Rocks ein und kann jetzt vielleicht eben zusehen, dass ich hier drüben erstmal eine Fütte nehme und dann vielleicht noch ein bisschen Druck mache. So, und jetzt kommt eigentlich die Phase, die dafür sorgt, dass halt Drogos Plan nicht mehr richtig aufgeht, denn Bly wehrt sich. Der doofe Zerg macht was. Arschkuchen. Und zwar richtig raffiniert in dem Falle, splittet er halt eben schön seine Burrowed Roaches, Seine Burrowed Roaches werden hier schön eingegraben und schön auf die unterschiedlichen Basen gesplittet. Und das ist ungefähr genauso nervtötend, als wenn man halt eben plötzlich als Zerg irgendwie DTs in jeder seiner Basen stehen hat und irgendwie gucken muss, wie man damit arbeitet. Das einzig Gute an den Roaches ist, dass die, wenn die ausgegraben sind und angreifen, wenigstens sichtbar sind. Aber das hilft einem natürlich nicht viel, wenn die eigene Armee halt völlig out of position steht und wir halt plötzlich an 3 Basen wahnsinnig viele Roaches haben. Wenn die, wie gesagt, sogar noch richtig eklig gemicrot werden, aber da hat Bly kann sich natürlich bei der Masse des Spiels nicht um alles kümmern und er spielt schon auf 353 APM. Wenn man das aber sogar noch richtig geschickt microt, kann man dann ja sogar teilweise die Roaches sogar nochmal eingraben, während also der Gegner wahrscheinlich nicht mal hinguckt, sodass der Gegner dann denkt, die Roaches werden hier hinten besiegt, aber in Wirklichkeit lauern da noch 3. Und dann gräbt man die einfach später nochmal aus und killt hier drüben halt nochmal Sachen. Also das ist schon ziemlich nervtötend und wie gesagt, auf jeden Fall in dem Fall hier gut gemacht. Und hier macht das auch, ne? Bly gräbt jetzt einfach die hier ein. Und wie gesagt, sobald dann halt eben die Units wieder hier hinten sind und Drogo halt eben annehmen muss, er hätte jetzt alles geklärt, kann er halt den Kleinen hier einfach nochmal ausgraben und gerade nochmal ein paar Roaches, ne? Ansonsten verliert aber natürlich Bly jetzt auch sämtliche Roaches, produziert jetzt halt eben hier welche hinterher, hat jetzt aber wenigstens eben erstmal den Lurker denn fertig und könnte damit jetzt auch zumindest eine vernünftige Verteidigung aufbauen. Aber jetzt hat in der Zwischenzeit mit der Abwehr und eben mit dem Weitertecken Drogo eben das erreicht, was er jetzt wollte, hat jetzt eben im Grunde einen Push übersprungen, den wir eben gerade noch gesehen haben, weil er halt nicht angreifen konnte, weil er halt seine Vierte etablieren wollte und weil er dann hier hinten das Harassment abwehren musste. Und geht jetzt stattdessen halt mit dem Follow-Up-Push, der aber natürlich jetzt auch keine Units verloren hat, raus. Und der besteht jetzt, wie gesagt, aus einer Shit-Ton aus Immortals und Arkans und Speedlots,
die in dem Falle zumindest schon mal ein 1er Upgrade haben, während Blei schon wieder auf 0-0er hängt. Ne? Das ist jetzt trotzdem auch schon eine ziemlich mächtige Armee, die er hier hat. Ne? Da ist eine ganze Menge an Supply zusammengekommen. Wenn wir vom Army Supply mal gucken, sieht es sogar ein bisschen besser aus bei Blei. Muss man aber auch ja eigentlich erwarten, wenn man auf Zerg-Seite steht. Denn mit weniger Supply möchte man nicht gegen eine Protoss-Armee antreten. So, die Armee geht jetzt hier rein. Dummerweise sind jetzt halt, wie gesagt, diesmal die ersten Lurker fertig. Wir befinden uns hier selber in der Engstelle, können da jetzt nicht großartig vorengagen. Dummerweise, und jetzt machen wir mal das Spiel ein bisschen langsamer, treibt sich jetzt Blei hier, wie gesagt, ein bisschen weit nach außen raus. Und das ist jetzt in der Tat ein nettes Engagement, das man sich wirklich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen würde. Wie gesagt, die Lurker zu weit hinten, es sind auch nur zwei, wenn ich das richtig sehe. Hat er nur zwei Lurker? Er hat auch nur zwei Lurker hingekriegt, ja. Konnte in der Zwischenzeit tatsächlich, hat die Lurker ein bisschen früher gehabt, hat aber weniger gemorpht. So, also das ist jetzt, wie gesagt, ein interessanter Kampf. Das ist, wie gesagt, Roach und Mars Hydra. Also normalerweise ja Einheiten, wo man sagt, wuh, okay, das ist Damage Output par excellence. Normalerweise killt sowas eine Gateway-Armee doch relativ gut. Ja. Dumm halt, wie gesagt, dass wir jetzt außerhalb der Reichweite der Lurker kämpfen. Das macht den Kampf in der Tat deutlich schwerer. Aber wie gesagt, also Army Supply 129 zu 119. Klar, Upgrades in favor of Protoss. Und wir haben zusätzlich eben auch noch eine ganze Menge kleiner Mini-Upgrades. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie dieser Kampf hier verläuft. Ja, nochmal schön halt eben hier ein paar der Einheiten eingesperrt, damit die halt nicht weg können. Ja. Feel the power of Speedlots. Und the power of Phoenix, die dann halt eben hier noch wahnsinnig viele Einheiten liften. Krass. Ja? Einfach instant weggesnackt. Das ist schon derbe. Das ist schon derbe. Also wenn wir uns hier mal angucken, was der Protoss jetzt noch übrig hat. Kein Immo verloren, keinen einzigen. Keinen Arken verloren. Im Grunde sind eigentlich nur die Speedlots draufgegangen. Und selbst da nicht. Doch, da sind alle drauf. Naja, noch nicht. Na, doch, jetzt sind alle draufgegangen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Phönixe es waren, aber ein paar sind auch gestorben. Und das war's. Das war's. Wenn man das sieht, kann man jetzt natürlich im Grunde denken, ja, Moment, Drogo, hier ist alles tot. Und du hast shit ton of units. Was zum Geier? Wieso gehst du da jetzt nicht rein? Hauptproblem ist, wir haben alles bei dieser Armee, aber keinen Observer. Wir haben zwei Observer, aber einer hängt hier hinten an der dritten und der andere hängt hier drüben bei der vierten. Und damit haben wir im Augenblick also keine Vision. Wir wissen also nicht mehr, wir wissen nur, dass da Lurker sind. Wir wissen allerdings nicht, wie viele. Und wir wissen auch nicht, wie viel uns hier noch mehr erwartet auf Creep. Durchaus möglich, dass ja in dem Falle Blei jetzt vielleicht hier hinten schon weitere Einheiten etabliert hat. Und weil wir eben das nicht wissen und weil wir auch die Einheiten nicht sehen können, zieht sich Drogo jetzt eben hier in dem Falle zurück. Sehr kluge Entscheidung, da nicht dem Druck nachzugeben. Ich rieche Blut im Wasser, ich muss ihn jetzt töten. Das ist also definitiv eine weise Entscheidung. Und er sieht auch ansonsten gut aus. Er hat eben gerade Bleis komplette Armee geschlagen. Er hat jetzt hier drüben seine vierte Basis etabliert. Schön wäre es natürlich, wenn er die vierte hier einreißen kann. Wie gesagt, kann er im Augenblick nicht riskieren. Deswegen zieht er jetzt halt, wie gesagt, erstmal die Phönixe nach drüben. Wundert mich allerdings auch, dass er keinen Observer mal nachzieht. Das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Aktion gewesen. Da lässt er seinem Gegner auf jeden Fall massenhaft Zeit. Zieht jetzt, wie gesagt, nochmal hier von hinten rein. Will nochmal gucken, ob er da vielleicht irgendwas geschehen machen kann. Die ein oder andere Unit vielleicht nochmal abgreifen kann. Und ansonsten geht er jetzt halt, wie gesagt, hier so ein bisschen über den Creep. Hat jetzt hier endlich einen Observer gefunden. Will jetzt hier drüben nochmal nach einer weiteren Basis kurz checken, nehme ich mal an. Oder auch nicht. In der Zwischenzeit nutzt Blei wieder so ein bisschen seine Harass-Möglichkeiten, indem man halt, wie gesagt, ein bisschen Roaches aufsplittet. Erstmal guckt, ob halt eben Basen da sind, aber gleichzeitig halt eben auch nochmal ein bisschen Harassment treibt. Und das ist jetzt nämlich auch im Grunde eigentlich das, was Blei jetzt hier größtenteils machen möchte. Ne? Und das ist jetzt auch das, wo ich eigentlich ein bisschen schneller hier durchgehen möchte, weil jetzt eigentlich nicht mehr allzu viel passiert, außer Dinge, die sich im Grunde logisch fast herleiten lassen. Blei muss jetzt natürlich, da er eben gerade seine ganze Armee verloren hat, sich selbst jetzt ein bisschen mehr Zeit verschaffen, diese Armee wieder ein Stückchen aufzubauen. Gleichzeitig hat er natürlich schon gesehen, auf was für einen massiven Tech-Weg bereits der Protoss ist und dass das natürlich jetzt mit fortlaufender Zeit auch nicht besser wird. Deswegen muss er selbst natürlich entsprechend ein bisschen hochziehen, hat jetzt hier drin inzwischen seinen Hive fertig, geht jetzt hier auch dementsprechend schon auf Vipern, die im Grunde in allen möglichen Bereichen gut sind. Größtenteils natürlich, um gefährliche Einheiten einfach aus der Armee rauszuholen, aber auch zum Beispiel für Air-Switches, die er jetzt hier momentan im Augenblick noch nicht erwarten muss, dann auch vorangehen kann. Und Blinding Cloud kann, je nachdem, was für eine Mischung hier drin ist, auch nützlich sein, wäre in dem Fall aber witzlos. Er geht jetzt hier größtenteils auf die Viper für den Yank, ja, also damit er also die Einheiten dann rausziehen kann. So, wie gesagt, jetzt wird halt eben hier drüben nochmal nach einer weiteren Basis gecheckt. Das will er auf jeden Fall nochmal sichern. Und
Ja, letzten Endes geht jetzt, wie gesagt, wir spulen jetzt einfach hier ein bisschen schneller vor, denn wie gesagt, es sind jetzt einfach mehrere Geplänkel, die jetzt halt hier drüben entstehen. Droge versucht halt, wie gesagt, links und rechts ein bisschen zu harassen. Bly versucht halt seinerseits mit den Roaches ein bisschen zu harassen. Ist jetzt nicht mehr ganz so einfach geworden, weil inzwischen halt eben überall Cannons in den Basen stehen. Drogo selbst zieht jetzt halt eben hier nach vorne. Er weiß im Grunde eigentlich, dass er seinen Gegner immer wieder nur ein bisschen containen muss. Er muss eigentlich größtenteils nur verhindern, dass sein Gegner weitere Basen nimmt und kann ihn dann langfristig einfach aushungern. Wie gesagt, versucht halt hier eben mit Phoenixen oder auch mit Humans nochmal ein bisschen Schaden zu machen. Hier drüben kommt es nochmal zu einem dickeren Engagement. Da haben wir jetzt sogar auch mal eine Blinding Cloud, die jetzt hier eben entsprechend sitzt und damit zumindest ein paar der Einheiten rausnimmt. Da kommen noch ein paar Yanks und ein paar Immortals werden rausgenommen oder ein paar Arkans zumindest. Ja, und die restlichen Einheiten sterben hier halt eben auch. Dafür ist jetzt zumindest die vierte hier komplett down gegangen. Aber Drogo verliert natürlich auch eine ganze Menge. Muss ich jetzt hier, wie gesagt, zurückziehen. Verliert jetzt hier auch einen Großteil seiner Einheiten. Die Arkans halten ganz schön lange aus und brutzeln da ganz schön ordentlich raus. Hier jetzt nochmal der Mars Warp in und damit muss ich jetzt Bly erstmal zurückziehen. Ist jetzt aber im Grunde schon in der tödlichen Situation und eigentlich ist das Spiel hier schon vorbei. Ne? Bly hockt jetzt nur noch auf drei Basen gegen Protoss 4. Seine Main Base ist trocken, seine Natural Base, seine Backdoor Base ist im Grunde trocken, seine dritte Basis ist auch trocken. Ja, er hätte hier dringend drüben diese Basis gebraucht. Im Augenblick ist es halt eben so, dass der Army Supply auch schon wieder im Vorteil für Drogo ist. Wir haben auch, ich habe das ausgemacht und ich weiß gar nicht wieso, der Gesamtsupply ebenfalls für Drogo im Vorteil. Das Einzige, was im Augenblick halt für Bly noch läuft, ist jetzt hier das Harassment, was eben noch hier hinten ist. Und dass Drogo noch so ein bisschen unentschieden ist, kann ich da jetzt rein oder nicht. Und die Lurker natürlich eine unglaublich kosteneffiziente Abwehr sind, weil sie eben einfach, wenn sie wirklich gut stehen und man halt eben versucht, irgendwelche Rampen hoch zu engagen, aber der Gegner halt aufpasst, er einem einfach jede noch so große Armee eben einfach wahnsinnig schnell runterschwingt. Und gleichzeitig auch Bly noch ein bisschen Restkapital übrig hatte, ein bisschen Over-Ressourcen, die er halt eben im Spiel voran erworben hat. Aber wie gesagt, Drogo weiß jetzt ganz genau, das Einzige, was er machen muss, ist im Grunde einfach nur selber noch ein bisschen expandieren, ein bisschen selber tacken. Er entscheidet sich jetzt erstmal für die schnelle Variante mit Storm. Weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie gut mir das gefällt. Ich persönlich hätte jetzt vielleicht ein bisschen früher schon mal angefangen, auch ein Fleet Beacon zu bauen, um dann vielleicht nachher halt eben noch in Tempests zu gehen. Aber wie gesagt, ansonsten für ihn halt eben völlig okay. Er hat halt eben gesehen, da sind noch eine ganze Menge Hydras und die Storms kann er auch benutzen, wenn er die Lurker nicht sieht. Einige wären jetzt hier vielleicht halt eben mit der Doppel-Robo auch stattdessen nochmal auf Disruptor gegangen, aber er hat jetzt womöglich hier auch nochmal die Angst vor Mutas, die jetzt hier tatsächlich vom Bly nochmal gesetzt werden, obwohl ich nichts gesehen habe, was auf Mutas hindeutet. Also da kann er eigentlich nicht von ausgehen. Gut, die Disruptor könnten natürlich auch vielleicht, wenn sie eben gut rausgemicrot werden, deswegen auch nicht so zuverlässig Schaden machen. Jedenfalls jetzt Storm seine Wahl. Aber er weiß, wie gesagt, er muss jetzt einfach nur weiter exen und er muss einfach nur zusehen, dass sein Gegner halt keine weitere Basis mehr kriegt. Und dann ist es einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis sein Gegner halt aufgeben muss. Deswegen, wie gesagt, drängt er jetzt halt eben hier rein, nimmt diese vierte raus. Bly macht natürlich das Einzige, was er kann, versucht halt eben instant doppelt zu exen, denn wenn er sowieso schon halb tot ist, dann kann er auch ruhig ein paar Risiken auf sich nehmen. So, mit dem Mutter-Harassment schafft das jetzt tatsächlich sogar nochmal, sich noch mehr Zeit zu erkaufen. Also Bly kämpft natürlich wie verrückt, das ist klar, es ist Greenhack-Finale, er will auf jeden Fall kein Spiel verloren geben. Und schafft tatsächlich das, was er wollte. Drogo eben wirklich nochmal der gute alte Mutter-Trick, muss man eigentlich sagen. Den Zerg dann immer wieder schon seit Wings of Liberty im Grunde gern benutzen. Mit den Mutas hältst du ihn hinten und während du ihn halt hinten hältst, kannst du eben schön vorne deine eigene Economy wieder aufbauen. Und das ist eigentlich das Einzige, was letzten Endes jetzt eben dafür sorgt, dass diese Partie noch ein bisschen länger dauert, weil eben Bly es eben letztendlich schafft, seinen Gegner sich noch eine geraume Zeit vom Hals zu halten, um eben tatsächlich nochmal heranzukommen im Spiel, wie wir jetzt hier halt eben auch sehen. Denn inzwischen ist auch Drogo auf seiner Main-Basis leer, ist auch auf seiner Natural-Basis leer, aber er hat, wie gesagt, schon längst zwei laufende Basen. Insgesamt von den Workern her sind sie sogar relativ even, da haben sie sich gegenseitig ordentlich was weggekillt, da gibt es also im Augenblick keine Probleme. So, Protoss nimmt jetzt hier drüben, wie gesagt, die Basis raus, die war aber sowieso nicht saturiert und damit im Grunde relativ wertlos. Oder nee, hat sie gerade weggezogen, wenn ich es richtig gesehen habe, muss jetzt halt eben hier drüben unbedingt seine Basis verteidigen. So, zieht er jetzt entsprechend raus. Und wenn wir eben gucken, jetzt wo Drogo eben auch mitbekommen hat, aha, da werden weitere Corruptor gebaut, aha, ich muss jetzt also mit einem Greater Spire rechnen, den er eben inzwischen auch schon gesehen hat, geht er jetzt dank seiner doppelten Stargates eben auch in die Tempest-Produktion. Blockieren die sich hier? Kommen die hier gar nicht raus? Ich glaube, er hat hier mehrere Arkans, die hier nie wieder rauskommen. Baumann? Doch, da ist auch der Fleet Beacon. Ich dachte, man braucht dafür
Man braucht doch für Tempest, braucht man doch Fleet Beacon. Was ist denn hier los? Da war er aber auch. Ja, und jetzt, wie gesagt, hat er eben die Blood Lords gesehen, hat halt eben die Corruptor gesehen, hat den Greater Spire gesehen, switcht jetzt eben entsprechend in die Tempests rum und nach wie vor geht seine Economy einfach besser als der von Bly. Das spiegelt sich auch in den Supply-Zahlen wieder. Wie gesagt, Bly wehrt sich natürlich noch tapfer, versucht, wie gesagt, noch das Beste irgendwie rauszuholen, hat sich auch lange noch im Spiel gehalten. Aber wenn wir, wie gesagt, ganz ehrlich sind, ist das Spiel halt eigentlich auch hier vorne bei dieser Situation mehr oder minder entschieden worden. Man kann im Grunde halt Drogos Unentschlossenheit, dann halt eben hier schneller in die vierte wieder reinzugehen, das verschulden oder das zulasten legen, dass Bly überhaupt nochmal rangekommen ist. Die schnellste Möglichkeit wäre halt gewesen, mit der Armee, die halt hier drüben stand, einfach einen der Observer halt schnell hier runterzuziehen und dann halt eben nochmal gucken, ob man hier drüben nicht noch irgendwas geschehen machen könnte. Und dann hätte Drogo wahrscheinlich das Spiel schon bei 14 Minuten gewonnen. So zieht sie es jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen länger raus. Aber das ja eben für uns einfach nochmal die Idee, wie wir halt eben weiter transitionen können, falls eben dann, wie gesagt, dieser Push das Spiel nicht beenden sein sollte, sondern halt tatsächlich nur höher geht. Und da haben wir halt eben, wie gesagt, gesehen, dass Drogo, wie gesagt, noch geraume Zeit auf der Charge-Lot-Immo-Arken-Phoenix-Kombination bleibt. Und dann aber eben, wie gesagt, langfristig, wenn das dann halt eben notwendig wird, je nachdem, welche Scouting-Informationen wir halt kriegen. Ich meine, wenn der Gegner auf Immos wechseln sollte, obwohl wir schon mehrere Immortals drin haben, dann ist er halt selbst dran schuld. Dann haben wir eben Doppel-Roboproduktion Immo. Und wenn der Gegner halt auf Bloodlord switchen sollte, naja, dann haben wir halt eben Doppel-Stargate-Produktion Tempests. Also so oder so sind wir damit gut aufgestellt, ne, und haben damit also wenig an Problemen. So, und damit wollen wir auch im Grunde jetzt schon in das letzte Spiel reingehen, wo wir jetzt eben diesen Bild nicht mehr verwenden können. Und da sind wir. Sondern wo wir jetzt eben was anderes machen müssen. Ein bisschen, wo wir das zumindest ein bisschen anpassen müssen, den Bild. Und das war welches Spiel? Naja, das Spiel auf Ulrina. Und dann sind wir in der Sendung auch schon fertig. Und wir sind schon wieder eine Stunde 15 unterwegs. Uiuiuiui. So. Gut, dann wollen wir uns das Ganze jetzt im Grunde hier auch nochmal anschauen. Wechseln. Und da sind wir. So, diesmal jetzt also auf Ulrina. Wie gesagt, der grobe Plan ist mehr oder minder eigentlich immer noch derselbe von Drogo. Allerdings müssen wir jetzt, wie gesagt, den Bild abändern, denn auf Ulrina haben wir zwei große Probleme. Wir haben keine Backdoor-Echse. Wir haben stattdessen so eine richtig fiese Echse hier direkt in Front, die aber hier eine unfassbar, Gott, die kriege ich nicht mal richtig markiert, eine unfassbar große Rampe haben, direkt vorne. Und das Ganze auch noch gekuppelt an eine unglaublich kurze Rush-Distanz von einer Natural zur anderen. Und das macht Nexus First auf dieser Karte im Grunde zum Selbstmord. So, müssen wir also dementsprechend anders starten. Wir müssen natürlich trotzdem zusehen, dass wir unsere Wall hier irgendwie zumachen. Von daher bleibt da also alles gleich. Und deswegen, wie gesagt, haben wir jetzt also hier eine kleine Veränderung im Spielstil von Drogo. Wie gesagt, einfach Map-bedingt. Und das finde ich persönlich immer sehr interessant und auch schön, das bei Turnieren zu sehen. Deswegen bin ich ehrlich gesagt froh, auch wenn viele über den Map-Pool schimpfen, dass dieser Map-Pool so abwechslungsreich ist und eben teilweise die Spieler auch mal dazu zwingt, nicht immer denselben Scheiß-Build runterzuspielen, sondern eben ihre Builds tatsächlich auch Map-bedingt ein bisschen anzupassen. Und ich finde, das ist wirklich ein echtes Skillset, das man als Pro-Gamer auch haben sollte und das den Sport auch zum Zuschauen attraktiv macht. Von daher bin ich, wie gesagt, sehr froh. So, ansonsten haben wir eben auch hier wieder das, den Pylon natürlich vorne zum Wallen. Dann haben wir eben hier jetzt auch das Gateway. Und jetzt eben nach dem Gateway erstmal ein Gas, das jetzt hier gesetzt wird. So, weitere Prop-Produktion, nichts Besonderes also hier. Und dann aber, und das war auch jetzt wenig verwunderlich, eben das zweite Gateway zum Zuwallen. Wie gesagt, die Position, dass er es erst hier sitzt und dann da, pff, das ist jetzt wurscht. Manche bevorzugen so, manche so rum. Man muss natürlich genau wissen, wo das Gate dann hier platziert werden muss, damit das dann auch noch dahin passt. Das ist natürlich nur eine Frage der Routine. Und, auch interessant, wir setzen jetzt erstmal nur zwei Worker ins Gas, was wie gesagt damit zu tun hat, was ich ja schon am Anfang der Sendung erklärt habe, dass wir eben dieses Mal nicht Nexus First gehen, dass also ohne Nexus First
unser Mineralien-Income nicht so krass explodiert, wie das sonst der Fall ist, und wir dementsprechend noch nicht ganz so schnell so viel Gas brauchen, und dem trägt jetzt Drogo hier Rechnung. So, und dann, wie gesagt, nach dem zweiten Gateway dann erst das zweite Gas. Anders, wie wir es sonst vorher hatten, wo die zwei Gase halt schneller genommen wurden, wegen des Nexus First. So, dann warten wir jetzt hier im Grunde eben erstmal darauf, dass dieses Gateway fertig wird. Platzieren hier dann eben wieder unseren Cybernetics Core. Da also nichts Besonderes. Ja? Von daher, da weicht jetzt Drogo im Augenblick dem Ganzen nicht ab. So, der erste Scouting Overlord bereits hier drüben. Bly selbst ist halt eben mit Hedge First gestartet. Was, wie gesagt, auch zu erwarten war. So, sitzt aber natürlich halt eben auch wieder in den Pool. Ne? Typisch für Bly, wie gesagt, eben vorher ein bisschen Aggression aufzubauen. Das ist, wie gesagt, einfach klassisch für Bly. So, zweiter Pylon wird jetzt nicht draußen genommen. Wie gesagt, weil wir ja halt eben, also nicht an der Echse gebaut, weil wir, wie gesagt, noch gar keine Echse haben und wir hier nicht einfach einen Solo-Pylon rumstehen haben wollen. Stattdessen wird der Pylon halt eben weiter hier hinten gebaut. Das erschwert es halt eben für Linge hier teilweise irgendwie durchzulaufen, grenzt die Bewegungsfreiheit ein und wir haben halt eben später mit dem Mothership Core eine Möglichkeit, hier die eine Hälfte unserer Mineral Line mit Photon Overcharge abzudecken. Deswegen wird er da hinten gesetzt. So, ansonsten jetzt halt eben erstmal einfach weitere Produktion. Wir warten jetzt natürlich wieder darauf, dass das entscheidende Tech-Gebäude fertig wird. Inzwischen haben wir jetzt halt eben auch Scouting-Informationen bekommen, dass der Gegner noch auf zwei Basen ist. So, jetzt wird wieder Warpgate gebaut. Wir bauen wieder die beiden Adepts. Auch das kennen wir von unserem Standardbild. So, und jetzt wird es halt eben langsamer Zeit, dass wir uns zumindest für Echsen bereit machen. Ja, dadurch, dass wir jetzt also gleich Einheiten haben, mit denen wir hier vorne ein bisschen verteidigen können, wird jetzt erstmal der Pylon gesetzt, damit wir nur noch im Zweifelsfalle hier vorne dann auch Gebäude zum Zuwollen setzen können und natürlich später auch für Overcharge. Aber vornehmlich rechnen wir jetzt erstmal hier mit den zwei verteidigenden Einheiten, die jetzt diesmal sogar ein bisschen schneller draußen sind und sogar rechtzeitig fertig werden, noch bevor tatsächlich die ersten Units draußen sind. Allerdings setzt Drogo die jetzt auch direkt ein zum Scouten und natürlich aber halt auch, um die Linge irgendwie zu erwischen. Deswegen schickt er jetzt einerseits also hier die Shades in Richtung des Watchtowers, falls halt eben die Linge sich da aufhalten, nimmt aber gleichzeitig eben jetzt auch hier die Einheiten und versucht jetzt hier eben, wie gesagt, gegen die Linge zu micron, um eben schon mal einen Großteil der Units hier rauszunehmen, während Bly jetzt halt eben stattdessen sich eben denkt, naja, wenn die Adepts halt hier drüben beschäftigt sind, dann kann ich ja auch hier gerade ein bisschen Druck machen. Und dieses Abwehren benutzen wir jetzt eben, um zu expandieren und gehen dahinter nur auf ein Stargate diesmal. Was halt, wie gesagt, logisch ist, weil wir halt eben einfach nicht das frühe Mineralien- und Gas-Income einer zweiten Basis haben. Deswegen können wir uns schlichtweg einfach kein zweites Stargate leisten, sondern müssen jetzt halt mit einem Stargate vornehmen. Und das ist jetzt eigentlich der Kniff dabei, weil wir eben nur noch ein Stargate haben und damit eben keine Doppel-Phoenix-Produktion machen können und damit eben die Map-Control nicht so schnell an uns reißen könnten, wie wir das normalerweise mit einem Phoenix, mit zwei Phoenixen at a time machen können, brauchen wir stattdessen eine andere Möglichkeit, um beim Gegner ja ein bisschen Chaos und Verwirrung anzustiften. Und deswegen gehen wir jetzt nicht völlig ineffizient auf einen Phönix aus einem Stargate, sondern wir nehmen natürlich die andere frappierende, schädliche Kampfeinheit, die durch die Luft saust, und das ist der Oracle. Und haben dadurch dann also womöglich eine bessere Chance für Harassment. So, inzwischen Mothership Core jetzt auch fertig, damit haben wir dann also endlich die Möglichkeit, auch hier vorne noch den Photon Overcharge zu spammen. Und wir nutzen, wie in den Spielen zuvor, auch wieder mal die Adepts, um eben ein bisschen Scouting zu betreiben und ein paar Infos zu kriegen und vielleicht die ein oder anderen Worker abzugreifen, wenn wir können. So, die Information im Grunde wichtig. Wir haben jetzt also hier gesehen, dass da drüben keine dritte Basis ist. Damit sollten wir uns jetzt wirklich die Hose einscheißen. Denn wir müssen jetzt definitiv damit rechnen, dass jetzt gleich ein Push auf zwei Basen kommen wird. Deswegen setzt Drogo jetzt hier drüben auch erstmal weitere Pylonen, damit er also hier die Möglichkeit hat, einerseits diesen Bereich ein bisschen einzudämmen, ein bisschen zu zonen und eben natürlich auch halt die Möglichkeit hat, die ganze Rampe hier zu befeuern. So, und hier jetzt halt eben noch eine ganze Menge Linge, die Bly, wie gesagt, in der Zwischenzeit angespart hat, mit denen er jetzt eben versucht, hier durch einen Runby in die Mainbase zu kommen. Dummerweise steht da, wie gesagt, ein Adept. Und jetzt passiert im Grunde das, was für Bly mehr oder minder eine wirklich unglückliche Fügung in diesem Spiel ist. Naja, im Grunde auch selbstverschuldet, aber halt eben auch letztendlich wirklich sehr verheerend. Er macht hier fast null Schaden, während gleichzeitig das Oracle, das kurz rüber geflogen ist, drei Schaden in seiner eigenen Eco angerichtet hat. Ja, und hält im Grunde diese Basis nahezu verlustlos, während also Bly jetzt gerade seine sämtlichen Linge verloren hat. Das ist natürlich besonders bitter. Drogo selbst hat jetzt natürlich wieder freie Bahn. Er weiß, da kommt jetzt erstmal so schnell nichts hinterher, fühlt sich jetzt erstmal sicher, um auszurücken. Wallt gleichzeitig noch hier drüben ein bisschen zu, um seine eigene Basis, wie gesagt, ein bisschen sicherer zu machen. Schickt das Oracle einfach nochmal rein, um zu gucken, ob da vielleicht noch irgendwas geht. Produziert noch ein weiteres hinterher, damit er halt noch ein bisschen Gegendruck hat.
Denn, und das ist jetzt halt eben genau das Entscheidende, und da müssen wir jetzt halt eben kurz ein bisschen in die Tiefe gehen, was er eben gerade gesehen hat, war eine Attacke aus puren Lingen. Was er durch sein Oracle noch gesehen hat, war das, und vorhin ja eben schon mit Hilfe der Scouts, dass hier drüben noch keine dritte saß. Das heißt, sein Gegner ist auf zwei Basen. Da ist eine Hatch. Da ist eine Hatch. Wir haben also keinen Leertech. Hier war ein Gas, das er wie gesagt gesehen hat. Ja, wie gesagt, er ist ja eben gerade noch mit Oracles reingeflogen und hat das wie gesagt noch alles mitbekommen, was da war. Er hat also volle Vision gehabt. Das Einzige, was er hier noch nicht gesehen hat, ist halt wie gesagt der Roach One hier drüben. Der muss ihn aber im Augenblick nicht stören. Was für ihn tatsächlich die wirklich entscheidende Information ist, ist Hatch, Hatch, No Lair und er hat ausschließlich mit Lingen angegriffen. Und die hat er gerade alle verloren, ohne dass er Schaden angerichtet hat. Und er hockt noch auf zwei Basen. Und diese Erkenntnis ist jetzt im Grunde der Auslöser für Drogo zu sagen, okay, das, was ich jetzt also im Grunde mache, ist eine Anti-Ling-Armee. Ich baue jetzt einfach möglichst schnell eine Anti-Ling-Armee mit dem, was ich habe und gehe dann darüber. Denn wenn er dann nur Linge zur Verteidigung hat, dann mache ich ihn weg. Und deswegen kommen hier, wie gesagt, noch weitere Einheiten, die halt leichte Einheiten töten wie nix. Und das ist eben das Oracle. Und er haut halt, wie gesagt, weil die ebenfalls gegen die Linge halt sehr gut sind, aber auch falls dann vielleicht schon der ein oder andere Roach dabei ist, auch die Adepten sich dagegen nicht so schlecht schlagen. Weil sie eben einfach über mehr Schilde und über mehr Gesundheit verfügen. So, und jetzt rückt er, wie gesagt, dementsprechend rüber. Oracle ist noch hier drüben. Ich glaube, inzwischen hat er jetzt. Ne, hat den Roach noch nicht gesehen. So, geht jetzt hier rein. Wie gesagt, sitzt jetzt hier ein bisschen im Funnel fest. Ist aber, wie gesagt, kein Problem. Ja, die Adepts ziehen jetzt halt eben raus. Blei versucht jetzt halt eben hier noch ein bisschen mit dem Crawler hier irgendwie die Gegend ein bisschen zuzumachen, damit es wie gesagt ein bisschen länger dauert. Wie gesagt, Adepts schlagen sich jetzt hier verhältnismäßig gut gegen die Queens. Die Oracles gehen jetzt rein. Die Shades sind hier drin. Pushen jetzt hier hinten zusammen mit den Oracles. Keine Chance. Die Linge können hier nicht in der Lücke richtig gut engagen. Die Adepts killen da einfach alles. Dummerweise jetzt hier von Drogo, dass er jetzt hier noch ein bisschen unkoordinierterweise den Roachhorn angreift. Da wäre also wahrscheinlich sogar noch mehr Schaden drin gewesen, wenn die Oracles stattdessen halt eben hier diese Linge angegriffen hätten. Jetzt hat er auf jeden Fall den Roach One gesehen, weiß also wie gesagt auch, was als Follow-up-Tech ihn zu erwarten hat. In der Zwischenzeit, wie er es immer macht, expandiert er halt hinter dem Push. Das sollte für jeden guten Spieler sowieso bereits Gepflogenheit sein. Und jetzt setzt er halt eben gegen die Roaches, weil er wie gesagt die Roaches gesehen hat, weil er weiß, Blei muss ja auf irgendeinen Two-Base-Push mehr oder minder setzen, wenn er so lange eben keine dritte hatte. Und das heißt, da kommen jetzt womöglich gleich eine Menge an Roaches, die er vielleicht noch mit irgendwelchen überschüssigen Ressourcen baut. Und deswegen baut er jetzt, wie gesagt, die einzige Einheit, die ihm halt schnell ein bisschen Gegenwehr bietet. Und das ist halt ein Vordrake, ne? Weil er jetzt eben nicht die Chance, nicht die Zeit hat, jetzt erst nochmal auf einen Robo und den ganzen anderen Dreck zu warten, baut er halt eben aus dem einzigen Gebäude, das die einzige effektive Kontereinheit bauen kann, die Voidrays, ne? Die ihm halt eben gleich helfen sollen, sich gegen die Roaches zu verteidigen. Zeitgleich kommt jetzt aber halt eben hier noch der Twilight Council. Und weil er, wie gesagt, jetzt halt eben mit einer Roach-Based-Armee rechnen muss als nächstes, geht er halt auf Blink und nicht mehr auf Charge. Vor allen Dingen, weil er ja auch noch gar keine Lots hat. Ja? Und baut jetzt halt eben stattdessen eben vornehmlich Stalker, noch ein paar Sentries, damit er eben auch ein paar Force Fields noch nutzen kann. Denn auch wenn der Gegner Ravager hat, sind Force Fields trotzdem nützlich. Ist ein Fehlglauben zu denken, dass bloß weil der Gegner Ravager hat, ja, gleichzeitig mal die Void Racer noch nehmen, um hier noch ein paar Overlords zu clearen, netter kleiner Bonus. Und eventuell sogar nochmal hier wegen der Air-Distanz hier rüber zu fliegen. Das ist also im Grunde eigentlich diese doppelte Idee. Ja? Der Wechsel auf Blink, Voids und Sentries und dann halt eben auch Mars-Gateways, die wir jetzt halt eben hier gerade entstehen sehen, deutet halt eben darauf hin, dass Drogo, wie gesagt, das Spiel schnell beenden will. Ne? Er will jetzt also eine Kombination, eine Komposition, Armeekomposition erreichen, die ihn das Spiel schnell beenden lässt, bevor Blei Zeit hat, den Roaches eben auch noch viele Hydras und später auch noch Lurker hinzuzufügen. Ne? Er will ihm nicht die Zeit geben, das nochmal aufzuholen, so wie das im Spiel davor halt eben noch war. Voids sind jetzt eben hier situationell eine gute Wahl. Drogo hat halt bereits das Stargate, deswegen kann er die Voids eben schneller produzieren, als das jetzt mit Immos die Möglichkeit wäre, weil er wie gesagt gar keine Robo hat. Außerdem hat die Map halt wie gesagt diesen sehr kurzen Luftweg und er kann dann halt eben auch, wenn er merkt, da kommt gerade nichts, kann er auch einfach mal ein oder zwei Voids halt rüber schicken und vielleicht hier vorne versuchen, auch noch mal ein bisschen Harassment zuzuschieben. Also das ebenfalls eine gute Möglichkeit. Und wie gesagt, Blink, Stalker zusammen mit Sentries sind schon seit jeher ein gutes Rezept gegen Roach-basierte Armeen. Und das hat sich mit den Ravagern auch noch nicht so stark geändert. Ja, Corrosive Bile hat die Möglichkeit, Force Fields zu zerstören.
haben aber den Nachteil, dass sie ja nun trotzdem erstmal hochgefeuert werden müssen, erstmal landen müssen, dann eben das Force Field zerstören und bis dahin vergeht immer noch eine ganze Menge Zeit, wo die Einheiten gefangen sind hinter den Force Fields. Plus die Corrosive, jede Corrosive Ball, die natürlich auf dem Force Field geht, geht nicht in unsere Armee. Und damit verringern wir also den Schadensoutput einer Roach Ravager Armee ebenfalls, auch wenn die Force Fields dann gebrochen werden können. Von daher, das ist also gar nicht so tragisch, wie das immer klingt. Ne? Die Leute denken halt immer, oh, Ravager Force Fields useless. Aber so simpel ist es dann auch nicht. Ne? Denn jede Aktion, die halt ausgelöst wird, um ein Force Field zu zerstören, hat eben auch eine entsprechende Reaktion. Ne? Und kostet, wie gesagt, auch Damage Output bei der Zerg-Armee. Ist im Grunde fast ähnlich, wie das jetzt halt eben mit Corrosive Bile ja auch gegen Bio-Terran ist, wo teilweise natürlich die Bile nicht unbedingt trifft, wenn der Terran halbwegs vernünftig microt. Hier halt eben jetzt auch schön die vierte gesehen, die aber erst frisch im Bau ist. Hier halt eben gesehen, dass die Basis nicht mal richtig saturiert ist. Damit weiß Drogo also, wie gesagt, dass da auch nicht viel Gegenwehr zu erwarten ist, was die Eco angeht. Ja, aber wo also das gar nicht bei der Bile so sehr darum geht, dass die Armee trifft und da halt den Schaden zufügt, sondern es geht vielmehr darum, dass die Bile eben den Terran dazu zwingt, zu Micron und dadurch dann eben letztendlich Schadensoutput negiert. Und das ist, wie gesagt, hier sehen wir jetzt auch das schöne Void Ray Harassment. Wie gesagt, wenn sich es anbietet, warum nicht? Nehmen wir halt eben nochmal ein Gas raus. Ja, ist sowieso schon mal eklig. Er braucht jetzt für das, was er machen will, ohnehin nämlich eigentlich Gas. Denn er will ja auf eine Roach-lastige Komposition gehen. Roaches selbst kosten ein bisschen Gas. In einer Roach-lastigen Komposition hauen wir normalerweise nachher Hydras hinterher. Hydras kosten Gas. Die Basis ist hier gerade erst frisch genommen worden. Ja, ist alles super eklig. Wir können auch immer mal die Oracles reinschicken und mal gucken, ob hier schon Worker sind, die wir wegschnecken können. Und in der Zwischenzeit bauen wir halt, wie gesagt, einfach unsere traditionelle Armee auf. Blinkstalker, Sentry und halt eben ein paar Voids. Und damit haben wir einfach die optimale Gegenmaßnahme gegen Roaches. Das hier also, wie gesagt, ein sehr situatives Konterspiel, wo also Drogo tatsächlich das Spiel auch schön liest und auch einen guten Killerinstinkt beweist, wo er eben de facto einfach riecht, okay, mein Gegner hat das und das und das investiert, diese Investition hat sich für ihn nicht ausgezahlt und jetzt bin ich sogar zum Schluss an so einem Punkt angelangt, wo es mir völlig egal ist, ob ich in der Engstelle stehe, wo es mir auch völlig egal ist, wer da ist, ich kann einfach drauf, ja, Bile trifft jetzt hier in dem Falle nicht mal irgendwas, aber wie gesagt, Force wird jetzt halt hier eben auch nicht mal gesetzt, nicht mal nötig, einfach alles drauf, hat nicht mal noch eine Robo gebaut, um irgendwie hier direkt vor der Front nachwarpen zu können, sondern teilweise ist die Rush-Distanz halt so kurz, er kann einfach hier reinwarpen und dann halt eben rüberrennen. Und egal, alles was er hier hat, ist einfach mehr. Blei hat nicht mehr die Möglichkeit gehabt, die Einheiten noch rechtzeitig zusammenzubauen, nach dem Commitment, das er wie gesagt am Anfang gebaut hat. Und dann eben wie gesagt diesen kleinen Mittelpush, den Drogo da gesetzt hat, der eben speziell auf diese Anti-Ling-Armee ging, der womöglich das Spiel sogar auch wieder hätte beenden können, wenn halt eben hier die Oracle nicht beide den Roach One angegriffen hätten.